Frohes neues Jahr! Ja, frohes Neues! Ich hoffe, ihr seid alle gut gerutscht und weich gelandet. Soweit ist noch alles dran. Ja, gibt's. Wie ist denn so der Sound? Kann man alle gut verstehen? Ich kann alle gut verstehen, wenn ich den Sound gut nach oben drehe. Okay. Dann machen wir einfach Oh, mal. klingt soweit, glaube ich, Release gut. up, Gabe. Das hier. Okay, bis da. Hey, Hallo. Gabe, frohes Neue. Und Volvakia ist da. Aufruhig, Neues. Wer ist denn jetzt hier noch im Chat drinne? Ich Und sehe weich Elum gelandet. offiziell, ja. Nice. So soll's sein. Keine Netrons bei Perfekt. der Landung, bitte. Nee. Egal, wir hatten ja eine lange Rast. Zum Glück. Also ich habe Anfang der Woche, ich habe schon Panik geschoben, weil ich habe meine Semestertermine durchgeschaut, weil ich mir nicht ganz sicher war, wann meine Vorlesungen wieder starten. Und das habe ich dann am Sonntag um 2 Uhr gemacht und habe dann geschaut, ob ich nächsten Tag 8 Uhr noch Vorlesungen habe. Und Semestertermine haben gesagt, ja, 4. Januar. Dann habe ich nochmal Scheiße. double-checkt bei den individuellen Profil Informationen zu den einzelnen Vorlesungen. Und zum Glück noch nicht. Das wäre nicht so gut gewesen. Ach ja, Tja. der Uni-Stress. Ja. Was macht man heute? Wir bekämpfen wir Rückblick! einen Drachen? Ja, Boah, wir machen alle nebenbei. Level 20, ich hau euch in der Arena und ihr kriegt, was ihr kriegt, ne? Frohes Wer Neues. überlebt, kriegt einen Preis. Loyal. Für Frohes diesen Fall Neues. bin ich immer vorbereitet. Hast du jetzt Level 20 Charakter ready? Genau. Welche tatsächlich? Der Aktenschrank mit den 200 Charakteren. Ja, die für Leute, ganz ehrlich. Nein. Ich konnte allein aus dem Duett-Game halt mehrere Level 20 Charaktere gerade auffahren, die halt als NPC ausgearbeitet werden müssen. Insofern, ich bin bereit, come at me. Ich mache einfach einen Fighter Level 20 und das geht dann ganz schnell. Human Fighter los, Champion, los geht's. Ich greife viermal an. Multi-Attack, Multi-Attack, Multi-Attack. Ja. Ich glaube, ich würde dann wieder mein Bardfighter Multiclass auffahren. Ich liebe einfach diese Combo. Ich glaube, ich würde einen Rogue spielen. Einfach so. Auf Level 20 würde ich auf jeden Fall Druiden spielen und dann den Oh Bogen mischen. ja, Moon Druids auf Level 20. Oh mein Gott, die kriegst du echt nicht platt. Das Wild Shape for Days. ist so Wahnsinn. Haben noch gar nicht Wobei erzählt. ich glaube, einen Pal auf Level 20 würde ich auch gerne spielen. Oh ja, die sind auch ziemlich gut. Widgo fehlt gerade noch, aber er ist angekündigt. Er ist bald dabei. Soon TM. Ja, Witko hat Termine. Er Ganz ist noch in der wichtige. Maske und muss noch sein Aufwärmtraining, Das heißt, bevor er auf die Bühne kommt. wenn ihr seht, dass Katzen um. müssen gebürstet werden, damit sie, wenn sie dann ihre Gastauftritte haben, auch Oh ja. entsprechend, ne, Gelegenheit der gefunden. Cat-Content entsprechend qualitativ ist. Hier, Volvakia hat vorgeschlagen, euch mit einem Drachen zu putzeln. Ich glaube, das Angebot würde ich gerade mal annehmen. Kommt drauf an, was für ein Drache. Ich habe tatsächlich letztens in der DM-Skilled gibt es ja auch so eine tollen zusätzlichen Sachen wie Monster Manual Expanded. Habe ich gekauft. Oh Gibt es ja. tatsächlich coole Editions für Drachen drin. So, also, dass du halt einfach nicht du sagst, es ist ein Adult Dragon, sondern ist es halt eventuell ein Young Adult oder Mature Adult, sodass du halt verschiedene Stufen noch dazwischen hast. Dann gibt es auch verschiedene Stufen für Ancient Dragons. Das heißt, du kannst da richtig auffahren. Ja, generell krass, was die Community so für Homebrew-Stuff erstellt, der in der Qualität nicht schlechter ist als offizielles Zeug, beziehungsweise in gewisser Hinsicht manchmal sogar noch viel besser. Ich finde das wirklich krass und ich würde mir das echt wünschen, dass halt auch andere Verlage und Publisher das zulassen würden, weil es macht ja quasi
jede Runde homebrewt halt irgendwas. Oder also manche Leute hauen halt homebrewt einfach so guten Kram zusammen. Und quasi nur bei D&D wird das dann an die Öffentlichkeit rausgestoßen, weil bei allen anderen das direkt gestrikt wird. Naja, deswegen gibt es ja diese OGL-License, dass du das halt machen kannst. Ja. Und es ist halt die Sache, die DM-Skill, die knüpft dir dann aber auch halt einfach mal 50% von dem ab, was du mit dem Geld machst. Das ist true, aber... Und wenn du das, sobald du das dort veröffentlichst, also du darfst den Content auch mit verwenden, der offiziell ist und alles sowas. Aber sobald du das dort veröffentlichst, gehört es theoretisch auch Wizards of the Coast. Also es ist dein geistiges Eigentum, aber die können auch einfach sagen, hey, das ist so gut angekommen bei den Leuten, wir könnten was daraus machen. Also das ist das eigentlich. Du trittst einen Teil deiner Rechte damit ab. Das muss jeden, der da halt publicht, auch bewusst sein. Das ist ein bisschen anders bei Drive-Thru-RPG, aber für die DM-Skill gilt das halt so. Ich habe halt nur als Referenz, wie ich gekratzt habe, um... Also DSA geht ja noch, da kann man ja bei Orkenspalter kann man ja nach Sachen suchen oder so. Aber wie ich gesucht habe nach Shadowrun-Modulen, ist es unglaublich, was es da für ein Vakuum gibt. Ja, das ist nur das, was ich sagen wollte. Dass ich es gut finde, dass es dafür einen Raum gibt, wo halt Leute ihr Zeug verteilen können. Wo durch halt solche Sachen kommen. Definitiv. Das stimmt auf jeden Fall. Also ich meine, ich benutze ja auch für euch in der Runde ganz, ganz viel Homebrew-Kram. Da können wir auch ansetzen. Sowas wie die Ancestral Weapons. Damit haben wir ganz als erstes, also das ist ja seit Anfang an dabei. Und ich glaube, ich freue mich schon so ein bisschen darauf, wenn das da so richtig loslegt. Also wir benutzen als Modul bei uns, ich weiß nicht, wir haben es bestimmt irgendwann mal erzählt, eine Extension, die heißt Ancestral Weapons, wodurch die eine Waffe, die man bei sich trägt, mit dem Charakter mitwächst, über eine Ressource, die Spirit Points heißt, und die Waffe dann halt coole Magic-Item-Effekte dann damit geupgradet werden kann. Was ich eigentlich ziemlich cool finde, damit man dann nicht halt dieses Toy Story-Syndrom hat, neues Spielzeug mit dir und dann andere Waffe wegschmeißt, mit dir will ich nicht mehr spielen. Ja, das sehe ich bei vielen Runden, dass da einfach Items ohne Ende rausgeknallt werden, dann hat die Gruppe so viel und vergisst einfach, dass sie da spezielle Items drin hat. Ich meine, selbst bei Gruppen, die wenig Items haben, dann kriegen sie mal irgendwas Spezielles, dann legen sie das weg, weil für später, dann vergessen sie das. Und irgendwann kommt die Situation, wo sie da hängen und sowas. Ja, hätten wir jetzt irgendwas da? Ja, also eigentlich habt ihr was da. Lass uns mal durchblättern. Das vielleicht? Nee, auch nicht. Yes, ja, gut, aber solange das der richtige Weg für die Gruppe ist, gibt es ja auch gar nichts gegen einzuwenden. Also ja. Solange diese Gruppe damit klarkommt, ist das ja schön, wenn jeder Spaß hat. Und ich finde das mit den Ancestral Weapons auch ganz cool. Ich habe für mich aber zumindest bei den Low-Level-Dingern noch nichts gefunden, wo ich sage, ey, das hätte ich jetzt gern, wodurch ich immer so ein bisschen bin, okay, ich spare den Punkt, bis was Cooles kommt. Also die Sache ist ja, es gibt ja auch verschiedene Tiers und sowas und es gibt an sich ja auch ein einigermaßen grobes Ruleset dazu, wie man die Punkte verteilen soll. Und ich war da jetzt mit euch, einfach weil ihr auf Level 2 angefangen hattet und dann noch nicht so am Level 1 irgendwie die Möglichkeit irgendwas zu sammeln, ein bisschen mehr lax mit diesem Ruleset und muss halt jetzt auch gucken, ob ich das anziehe oder nicht. Weil an sich ist ja wirklich die Sache, dass man nicht so viele Punkte bekommt, sondern halt wirklich, wenn spezielle Situationen eintreten, wo ihr über eure Charaktere hinauswachst. Ja. Also so wirklich so dieses Kräfte aufbringen, in jeglicher Hinsicht, was nicht so typisch ist, wo man dann sagt, so das ist der Character-Moment. Die komplette Gruppe ist da und diese eine Person steht, rettet den Tag von allen, macht das ein Bossmonster platt oder schafft es noch, die Leute zu retten, bevor alles
Ende ist. Also sowas ist halt zum Beispiel so ein extremer Charaktermoment. Wir könnten die Spirit Points ummünzen zu Plot Points. Ja, zum Beispiel. Könnte man ja im Grunde auch nennen. Also wirklich etwas, was dann so diese deine Ancestors richtig stolz auf dich macht, sodass du so, ja, das ist meine Urenkel. Heyo. Hello. Volvakia hat gerade geschrieben, mit dem klassischen, der versiegelten legendären Waffen, was man halt auch. Das erinnert mich gerade sehr an Fire Emblem mit Blazing Sword und Falcon und den ganzen Kram, wo man erstmal das Siegel brechen muss. Das ist auch eine sehr coole Idee. Ich weiß, dass Wayne das in seiner Avernus-Kampagne hat. Ich weiß aber nicht, ob das in der Avernus direkt drin ist oder nicht. Oder ob das eine Mechanik war, die aus irgendeinem anderen Runebook dazu gekommen ist. Wo ist noch der Chat? Ich weiß es nicht. Ich bin da gerade ein bisschen überfragt. Also im Buch selber ist es, glaube ich, nicht drin. Da sammelt man ja nur Dinge, um El Turell zu retten. Spoiler! Spoiler, ja! Um El Turell zu retten. Ansonsten... Offizielle Spoiler. Vom Alexandrian vielleicht geklaut, den mag wir ihn doch so gerne. Hm. Justin das kann Alexander. Sein, ja. Ich kann sagen, in der Out-of-the-Biss-Runde, die ich leite, mache ich das auch so. Das, und auch in den anderen Runden, dass Waffen Upgrades kriegen halt. Das heißt, die rennen immer noch teilweise mit dem Dolch rum, den sie auf Stufe 2 gefunden haben. Cool. Oder so. Insofern, ja. Also ihr seid die einzige Runde, wo ich das mache, weil das für mich auch so ein Feldversuch ist, wie das klappt. Mhm. Also im Grunde genommen ist ja jede Runde, jede Gruppe irgendwie so eine Art Feldversuch für bestimmte Mechaniken. Das stimmt. Wo wir bei Feldversuch sind. Homebrew-Regel oder so. Ja, genau. Was ich mir, wo ich mich zum Teufel nicht dran erinnern kann und immer wieder vergesse, wie das funktioniert, mit diesen Karten, die du an uns verteilt hast. Du meinst die Karten, von denen ich gesagt habe, dass ihr die kriegt und die ich bis jetzt noch nicht fertig habe? Ja, ach, ich dachte, wir haben die bekommen. Ups. Nein, nein, also die Sache war ja, dass ich die euch geben wollte und dann habe ich die irgendwie zu ein Viertel fertig bekommen und dann kamen aber 10.000 andere Dinge, die gemacht werden sollten und deswegen bin ich bis jetzt auch noch nicht dazu gekommen und selbst jetzt ist ja der Aufgabenstapel immer noch irgendwo bei da sonst wo oben und es wird nicht weniger. So gefühlt. Deswegen, das ist so eine Sache, die ich dann wahrscheinlich auch komplett streichen werde. Dafür kriegt er ja jetzt die diese Münzen, die ich dann immer mal wieder schön so reinschmeißen werde. Also ich meine, die sind ja auch pretty AF. Also und da habe ich euch ja auch die Beschreibung dazu gegeben. Ich kann sie auch gerne mal dem Chat schreiben, dann müsste ich nur mal kurz an meine Kommode. Ja, aber die sind, dafür habe ich die eigentlich mal gekauft. Also nicht nur, weil die extrem schön sind und weil das Kartenset dazu auch extrem toll ist und der ganze Kram halt Geld gekostet hat, sondern auch so ja, ich kann es an die Gruppe verteilen. Ja, im Prinzip spricht ja auch nichts dagegen, Dinge anzutesten und dann, wenn es irgendwie nicht passt oder es dann nicht dazu kommt, das wieder rauszuschmeißen und was Neues reinzubringen und einfach so ein bisschen durchprobieren, das spricht ja gar nichts dagegen. Ja, klar. Was mich ja auch wirklich sehr gefreut hatte, als ich einfach, das war bei der vorletzten Session, wo ich einfach gesagt habe, so, nee, zu Witko hier so, ja, mach mal den DevSafe nicht öffentlich für alle, dass das gut angekommen ist. Da war ich tatsächlich ein bisschen happy drüber. Ich finde das, also ich mag sowas. Also ich mag solche Sachen, wo man so ein bisschen Metagame-Informationen rausgibt, nimmt, die jetzt nicht unbedingt nötig sind. Also wir spielen ja ein Spiel, weshalb halt bestimmte Informationen halt okay sind, wenn man die miteinander teilen und nicht vermeidbar. Aber sowas ist halt so einfach, dass man das nicht mit den anderen teilt und das generiert halt so viel Spannung und Gefühl von Urgency mehr, dass ich finde, das ist eine großartige dass es großartig ist. Ich fand es auch ziemlich cool. Ich denke, nur in gewissen Situationen kann es so ein bisschen zweischneidiges Schwert sein. Natürlich, das ist es halt einfach so. Du kannst halt richtig, also du weißt im Schnitt, okay, die spielende Person hat ungefähr 2 Würfe.
die sie garantiert hat. Wenn der erste richtig fehlschlägt, dann ist immer noch ein Wurf da. Das heißt, du hast mindestens zwei Züge, um agieren zu können, irgendetwas machen zu können. Also das ist definitiv klar, außer es kommt irgendein Gegner, der ein bisschen intelligenter ist und weiß, okay, die Person ist da gerade K.O., wenn ich da nochmal drauf kloppe, dann kann die mir sowieso nichts mehr tun. Mhm. So, aber das hattet ihr ja bis jetzt noch nicht gehabt und wenn, ist das so eine Sache, die sowieso erst in späteren Leveln kommt, wo sie dann halt wirklich sagen, okay, die sind gefährlich, die muss ich aus dem Weg räumen, egal was kommt. Und selbst dann habt ihr ja Mittel und Wege, die Leute wieder zurückzuholen. Ja, dann später. Also wenn das wirklich so sein sollte. Da habe ich mal, ich weiß nicht, woher das kommt, mit, dass also bestimmte Gegner halt Attribut haben, so, also das halt generell Tiere das halt nicht machen und so ganz bestimmte nur fiese Monster greifen dann Leute an, die dann halt down sind. Ich weiß nicht mehr, wo ich das habe. Ich habe das irgendwo schon mal gehört. Also ich habe auch schon mal über, ich glaube, das war von, oh, wie heißt er gleich? Matt Kobel? Der hat ja auch so Mechaniken mal so ein bisschen erklärt, was man machen kann als DM, um so gewisse Taktiken von Gegnern zu spielen. Oder wie man das halt beschreiben kann, um den Spielenden zu zeigen, hey, euer Gegner hat eventuell relativ viel Rüstung oder nicht. Und halt zu sagen, so, ja, ihr seht, die Person hat eine einfache Lederrüstung an oder sowas, was zeigt, okay, da ist ein bisschen Rüstung dahinter, aber als an sich sollte der DC, der AC nicht so hoch sein, dass, um die zu treffen. Zum Beispiel. Mhm. Auf der anderen Seite ist halt auch bei Spielenden sowas, hey, du siehst dort hinten eine Person, die hat überhaupt keine Rüstung und hält sich die ganze Zeit zurück. Das wird wahrscheinlich die Person sein, die meisten Zauber feuert und am einfachsten zu treffen ist. Also, genau, also es sind halt solche Sachen, die man nutzen kann. Ich vergesse das immer. Das steht auf meiner To-Do-Liste, dass ich ein bisschen mehr der Hinsicht beschreibe. Das habe ich auch schon gemerkt. Oh, oh mein Gott, Matt Cole ist down. Jetzt schießt er uns das Layout. Okay, ja, dann haben wir jetzt was zu tun. Dann darf jetzt jemand anders. Ja. Hallo. Also ich habe nichts, ich habe kein Problem damit, mit Arne das Bild zu teilen. Ein bisschen krummkuscheln. Rutsch einfach mal alle ein bisschen zusammen und dann passt das schon wieder. Ja. Wir machen es bei uns tatsächlich so, dass, also wenn es irgendwie um Lebenspunkte von Gegnern geht, dass die Spieler gesagt bekommen, wenn der Gegner die Hälfte erreicht und wenn er nur noch ein Viertel übrig hat, also quasi near death ist. Das aber kann ich ja bei euch nicht machen. Weißt du warum? Weil es sonst Gegner gibt, von denen ich denke, okay, die sind total schlecht und dann haut die dreimal drauf und dann sind die platt. Ja. Und dann, ich muss ja eine Option haben zu sagen, so, okay, ich schieße dir jetzt einfach noch ein paar Lebenspunkte zu, damit der vielleicht noch zwei Runden länger überlebt. Da kann ich ja nicht sagen, so, ja, der ist jetzt halb down. Ja gut, also wann der Zeitpunkt kommt, wo du sagst, es ist die Hälfte, kannst du ja wieder bestimmen. Also das kannst du ja schon. Wir wissen es ja nicht. Deswegen gehe ich dann lieber, dass ich auf der gewissen Zeit sage, ja, das sieht schon ziemlich platt aus. So, dass ihr wisst, okay, da ist nicht mehr so viel. Wie sieht der Typ, der da vor mir steht, gerade aus? Wunderhübsch. wieder blühende Morgen. Die aufgehende Sonne. Ich bin mir nicht sicher, ob ich weiß, worum es gerade geht. Ich warte einfach mal bis zum nächsten Thema. Also jetzt geht es gerade um die Szene, wo Ravi oder beziehungsweise Arne da gefragt hat im Kampf, so wie sieht mein Gegner aus, nachdem er die mir fast reingehauen hat. Dass ich einfach bloß gesagt habe, ja, ich glaube, was habe ich denn gesagt? Ja, volles Haut, irgendwie sowas wunderschön. Volles Haar, keine Falten, wunderschön. Ja, genau. Genau, wie geht's euch? Ach, soweit. Ich habe euch jetzt vorher nicht gesehen. Ja. Wie geht's dir so? Besser. Definitiv besser. Das ist schön. Bisschen im Stress, aber ja. Das hört man doch gerne. Also das nicht das mit dem Stress, sondern mit dem besser. Der gesunde Stress des Abenteurers. Ja, ja. Okay, Frage. Was war für euch
die coolste Situation in den letzten, wie lange haben wir bis jetzt gespielt? 8 Monate? I guess. Klar. Ja. Kommt hin. Vitico abonniert seit 8 Monaten, also müssen es mal mindestens 8 Monate sein. Genau. Was war die coolste Situation für euch während dieser Zeit? Oh, direkt so eine schwere Frage. Was erwartest du von mir? Ich habe mir tatsächlich, weil ich wusste, dass solche Fragen kommen, würden mir ein paar Notizen gefallen. Oh, Tamina wieder. Ich konnte es aber nicht auf eins eingrenzen, deswegen habe ich mir mehrere Sachen. Ich habe mir 3 Sachen aufgeschrieben. Das Kennenlernen, das Festival, das Kuchenessen fand ich sehr lustig. Sehr amüsante Szene. Dann das im Tempel des Danesh das Säulenrätsel, das da rumexperimentieren. Und tatsächlich das Festival beim letzten Mal, also die Feier danach mit all den Nachabenteuergesprächen und so. Das war sehr, sehr cool. Ja, Gespräche. Jeder spricht auf eine andere Art und Weise. Kamrak steht halt auf folgenreiche Konversationen. Dafür redet er aber auch nicht so viel. Punktiert. Ja, ja, er sagt bloß das Nötigste. danke für die Bits und danke für den Resub. Streberbonus. Ja. Hi, Trace. Die Bits hat Tahina für uns verdient. Streberbonus, ja. Also ich habe auch. Nee, mach du ruhig gerne. Bei mir ein Gedanke, der mir gerade in den Kopf gekommen ist, war tatsächlich der Abend, wo wir mit Neil unterwegs waren und er mich zu dem Eulenbärenbaby geführt hat und die Situation danach. Das Nein, Ganze, ich möchte dieses Eulenbärenbaby adoptieren. Und an sich ist es ja nie ein Eulenbärenbaby gewesen. Also es war früher mal eins, aber das ist ja mittlerweile so ein Monsterschutz. Baby! Wenn ich jetzt einen Kater auf den Arm nehme, der ist 11, der ist auch still Baby. So. Ja, aber der Kater ist halt auch ein Stückchen kleiner als so ein Eulenbär. Nichts, was ein kleiner Enlarge oder Reduce Zauber nicht richten könnte. I mean, sure. Wenn du dafür deine Spellslots ausgeben willst, klar. Um mein persönliches Eulenbärenbaby dann mal richtig auf den Arm nehmen und knuddeln zu können, sobald ich eins habe, I'm ready to prepare that spell. Oh Gott, das wird aufpassen. Die nächste schrecklich süße Kreatur, der wir begegnen. Eb hat da was Schönes in den Chat reingeworfen. Das war tatsächlich auch ein Highlight dieses Jahr. Jetzt nicht in unserer Kampagne, aber der One-Shot in Red Sky war tatsächlich auch ziemlich cool. Oh ja. Der war sick. Also ich hab auch gar nicht so eine Szene, sondern ich fand die richtige Einstiegssession, das Kennenlernen auf dem Fest, fand ich mega cool, die tanzenden Dryaden, ich hatte das richtig vor Augen. Natürlich der Ali-Bizeps, also die Szene mit Jalea und Aspasia. Oh mein Gott. Yes. Jalea in der Taverne in dem Hinterzimmer mit dieser Hühnin. Ja. Oh Gott, das war eine so gute Szene. Und jetzt so gut. Die letzte Session, also das große Fest nochmal und die Charakterinteraktion. Also ich finde, wir haben ein sehr gutes Gruppengefüge. Ziemlich cool. Mhm. Das Anschmachten Jaleas. Der Akazienholztisch. Akazienholztisch. Nicht auf das gute Akazienholz. Also mein persönliches Highlight, ich glaube, ich kann es auch nicht auf eins begrenzen. Ich fand den Prolog, den wir im Privaten gespielt haben, den leider keiner von denen da draußen mitbekommen hatte, war super cool. Das erste Aufeinandertreffen von Kemrak und Jalea. Perfekt. Oh ja, das war so süß. Das war oh ja. So gut. Stell dir vor, wenn Jalea nicht diese Ader hätte, gefährliche Wesen on the spot zu adoptieren im Wald.
Dann wären wir jetzt nicht zusammen unterwegs hier. Just saying. Ja. Die Szene, wo Kemrak die Vision bekommen hatte, die fand ich auch, also war für mich persönlich halt natürlich dann auch ziemlich cool. Vor allen Dingen, weil ich ja ein bisschen weiß, in welche Richtung das noch gehen wird, wo ich mich sehr drauf freue, wo sich, glaube ich, jeder andere auch drauf freuen könnte, ja, wenn er es wüsste. ja, und das ist ja das Schöne. Du bist ja eigentlich noch gar nicht, was das hinausläuft. Selbst ich weiß es nicht 100%. Schnitt, alle tot. Ja, das hoffentlich nicht, aber da kommt doch ordentlich. Und tatsächlich auch, dass das Gruppengefüge jetzt gerade vorletzte Session gegen den Cloud Giant, das hat richtig gut funktioniert, obwohl wir uns nicht wirklich abgesprochen haben. Das war sehr cool. Abmeimer kennen sich so langsam. Yeah. Wir hatten echt unzählige schöne Momente und coole vor allem. Der Kampf gegen in dem Kultistenversteck mit dieser Feuersäule, das fand ich auch ziemlich cool. Ja, stimmt. Oh ja. Oder den Klippensprung. Der Liebeskind. Oh, tatsächlich, also, das war so mit einer meiner Favorites, so, dass ich eure Charaktere einfach mal so richtig schön ins Wasser schubsen konnte. Da habe ich nie mitbekommen. Die Genugtuung. Ja, da war Leon leider nicht dabei. Das hat, ja, immer, wenn ich, das hat in dem Sinne so gut funktioniert, da war ich wirklich angepisst. Ja, das hat dieses Bild vor Augen, wie dieser Leonin da steht und plötzlich merkt so, hä, wie, der ist nicht bezaubert, was? Das war auch schön. Hat zwar nichts gebracht im Endeffekt, aber war cool. Was war denn sonst noch so das DM-Highlight? Uff, boah. Es ist immer ein bisschen schwierig aus DM-Sicht, weil man sich ja den ganzen Spaß davor ja ausdenkt. Jetzt muss man mal 2-3 Minuten geben. Der Chat darf auch gerne sagen, was so Lieblingsmomente waren. Wir wissen ja, der DM plant irgendwas und die Crew macht was komplett anderes. Da muss ich tatsächlich sagen, dadurch, dass ich relativ, also die Leute, die halt im letzten Jahr die Prep-Sendung gesehen haben, haben so mitgekriegt, so, wie ich im Endeffekt geplant habe, und das ist ja über die 8 Monate hinweg immer weniger geworden, was ich im Endeffekt geplant habe. Weil so langsam bin ich auch so in dem Modus drin, dass ich sagen kann, okay, maximal eine halbe Stunde und dann ist alles durchgeplant für die nächste Session und meistens sogar weniger. Deswegen, der kommt dann halt auch immer so diese Kleinigkeit, die da so langsam runterfallen. Ich fand tatsächlich, also am allercoolsten fand ich die Duett-Game-Sessions ganz am Anfang, bevor der offizielle Stream lief, einfach weil ich da so ein bisschen so Seeds planten konnte bei euren einzelnen Charakteren. Ich will so, immer noch rausfinden, was mit dieser Statue auf sich hat. Ja, das Rätsel hängt hier immer noch an meinem Bildschirm. Ich kann dieses Rätsel, ich habe keine Ahnung, was die Lösung von diesem Rätsel ist. Boah, ich war so aufgeregt vor diesem Duett-Game, weil ich dachte, okay, jetzt kann halt alles passieren. So, und das wird aufgenommen. Ich war komplett aufgeregt. Sind leider immer noch nicht gecuttet. Das ist halt einfach, wie gesagt, das ist ein Stapel Arbeit, den kriege ich nicht runter. Ja, ansonsten. Ja, also ich hatte auch sehr, sehr viel Spaß. So bei so Kleinigkeiten, wo ich dann halt wirklich so mit euch in dem Sinne gespielt habe. Die Szene mit diesen wie hieß er denn jetzt? Jetzt komme ich nicht drauf, jetzt muss ich mal mein schlaues Buch nehmen. Hm? Der kleine Junge. Nee, welche Session war das? Das war noch in der Staffel 1. Leutnant Wood.
Den habe ich tatsächlich unglaublich gerne gespielt. Und die Szene, als sozusagen ihr zum letzten Mal dorthin gegangen seid, um euer Geld zu kassieren und dann halt diese die Halbling Tussidaka. Genau. Boah. Genau. Bin ich davor, weil ich einfach bei euch gesehen habe, so dieses, wie sich bei euch so das Meme-Spiel verändert hat, das war dann so was, okay. Es hat funktioniert. So diese Frage, okay, wer ist das jetzt? Ist das jetzt die Person, die wir vermuten, oder ist das eine ganz andere Person? Der Glatzenelf. Der Glatzenelf. Ich fand also, generell diesen ersten, also den Fall, den wir versucht haben zu lösen und dann die Leute befragt haben und versucht haben, irgendwie Theorien aufzustellen. Okay, was könnte da jetzt passiert sein? Warum erinnert sich niemand an dieses Kind? Gab es dieses Kind überhaupt? Oder was war da? So cool. Also 1000 Theorien und keiner hat gestimmt. Ja. Nee, die muss doch verzaubert worden sein. Allesamt. Weil ich heute noch ein bisschen sore bin, weil ich von Anfang an gesagt habe, hey, die Stadt ist von Feen gebaut, das hat irgendwas mit Feen zu tun. Die alle so, Quatsch! Eine Theorie zusammengestampft, wie so, ganz echt nicht! Im Nachhinein war es dann doch Feen. Ich dachte mir nur so, oh mein Gott! Ja. Und was ich halt so ein bisschen schade fand, ich hatte ja in diesem einen kleinen Dorf, wo ihr so Zwischenhalt gemacht habt, wo halt auch der Gastwirt war mit seiner Huntress als Frau, dass dann halt diese alte Dame, die da war mit diesem Wagen und so, dass sie da, also ich meine, ja klar, ihr wart skeptisch, absolut klar, also ich würde auch nicht meine Seele sofort an jemanden verkaufen, der da einfach steht und sagt, ja, gebt mir was euch wichtig ist und ihr könnt euch hier was aussuchen. Nicht sofort? Was wären denn so die Konditionen? Asking for. Mindestens zuvor und Abendessen. Ja, aber die Sache wäre halt gewesen, wo ich mir dann sage, okay, ist es schade, dass es dann halt nicht so. Da wären nämlich richtig, richtig coole Items mit auf dem Wagen gewesen, die euch hättet nehmen können im Endeffekt. So, halt für irgendetwas, was euch persönlich wichtig ist. So dieses typische, so ein Fey-Approach, so, ja, ich gebe dir diese coole Sonnenbrille, gib mir einfach irgendetwas Persönliches von dir. Das war Kenrick nicht geheuer. Ja, klar, also wie gesagt, das ist absolut verständlich. Wobei, aber die Feder, die ich von ihr gekriegt habe im Tausch gegen die Geschichte, hat dazu geführt, dass ja diese Idee gespawnt wurde mit dem, wir können das irgendwie schaffen, darüber zu fliegen, über den Abgrund im Tempel. Das heißt, irgendwo hat das ja dann trotzdem was weitergebracht sozusagen, oder das inspiriert zumindest. Mit dem, wir fliegen da jetzt drüber. Das war auch ein sehr, sehr schönes. Flying Believers. Das war eine so coole Idee. Also ganz ja, ehrlich. Ich mache einfach mal ein Ritual. Ja, guck einfach mal. Also vor allen Dingen, das war halt auch so eine Situation, habe ich euch ja selber gesagt. Habe ich so gar nicht geplant. Das ist mir vorher auch als Lösungsweg gar nicht eingefallen. Aber irgendwie hat das dann am Endeffekt alles mit dem, wie ich euch das dann beschrieben habe, wo ich mir dachte, sowas aus Flachs sage ich das jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, keine Ahnung, machen wir einfach mal. Und dass das dann halt sich so kumuliert hat, dass das halt so gut gepasst hat. Schalea, komm schnell. Immer Musik. Hä? Dieses Runenrätsel mit den verschiedenen Räumen. Nicht Runen, aber die Schriften auf verschiedenen Sprachen. Mit dem Teleportieren immer. Kann ich das lesen? Nein. Okay, ich gehe zum nächsten. Ich stelle mich wieder auf die Plattform. Ich hab da halt echt irgendwie versucht, ein Matrix-System dahinter zu sehen. Und ich dachte so, nee, das passt nicht. Nee, das passt auch nicht. Nee. Bis dann gedacht, okay, es ist einfach komplett random. Ja. Ach ja. Ich hatte eigentlich ganz am Anfang so viele andere Dinge für dieses Dungeon im Kopf gehabt, bis das dann so ausgesehen hat. Aber ich muss tatsächlich, ich bin tatsächlich erstaunt, kam nur mir das so vor, oder haben wir dann den zweiten Raum mit diesem Rätsel, wo dann, war das der dritte schon, mit diesen Tesla-Säulen, sage ich jetzt einfach mal, und den Wasserbecken,
Das haben wir dann tatsächlich relativ fix gelöst, habe ich irgendwie. Ihr habt das, also ich ich fand ja, das eher lustig, wo ihr zu dem Bett gegangen seid und dann auf das Wasser gepustet habt. So im Sinne von, ja, Luft. Ich glaube, der finale Hint war, den ich dann euch gegeben habe, ihr habt ja was gekriegt, was, ja. Was ich helfen könnte, weil sonst hättet ihr wahrscheinlich länger dran gesessen. Wahrscheinlich, ja. So, und dann habt ihr ja die Sache gehabt mit dieser Wand, wo ihr dann halt nicht drauf gekommen seid, wie ihr die öffnen sollt, weil das dann wieder zu einfach war. Nachdem ihr da die ganzen komplizierten Sachen hattet, und da war dann diese einfache Wand, wo man einfach bloß so eine Druckstelle suchen musste, um das Ding zu öffnen. Es war nicht in der Mitte des Raumes stehen und Donner schreien. Ja. War sehr schön. Aber ich habe noch eine Frage. Mhm. Was war dann der Moment, wo wir dich am meisten überrascht hatten? Gut, DM kann mich nicht überraschen. Inside-Check. Das und viele andere Lügen, die sich Leute selbst erzählen. Fake it natürlich weg. Kannst nicht. ja, wie gesagt, also die Sache mit diesem Drüberfliegen, das war halt wirklich so, ich dachte so, wow, krass. Ich jetzt, also das, da wäre ich selber, wie gesagt, wäre ich selber nicht drauf gekommen, weil die Lösungswege, die ich so im Kopf hatte, das war dann so, ja, in dem Sinne wesentlich einfacher, dadurch, dass Jalea fliegen kann. Da war für mich so der erste Approach gewesen, ja, Jalea fliegt dann halt da drüber, nimmt ein Seil mit, macht das dann fest und ihr hangelt euch da irgendwie lang oder weiß der Geier was. So, das wäre so die einfachste Variante für diese Lösung gewesen. Und ihr Schafi klettert da rum auf die Tür. Ja, der war auch ziemlich überrascht. Und Jalea fliegt dann einfach drüber. Das war sehr schön. Ach ja. Das war das fand ich sehr überraschend. Hallo, Wayne. Ich glaube, das Überraschendste war, wir gehen zurück in die Kanalisation. Ja! Ja! Oh Gott! Zurück in die Kanalisation! Oh ja. Aber okay, irgendwie brauchen wir keine Pläne. Ich habe dafür eine Battlemap gebastelt für die Kanalisation, weil ihr gesagt habt, die geht wieder zurück. Oh, dieser Saar dachte mir so, scheiße, wieso? Warum rennt die das? Ja, und das sind so die Momente, wo man dann anfängt zu zweifeln, okay, hat man die Hints, die man gegeben hat, war die jetzt so off-road, dass die einfach auf diesen Schluss gekommen sind oder wie sind die drauf gekommen, weil ich es mir selber auch nicht mehr erklären konnte, was für ein Gedankenblitz euch da plötzlich geritten hat, zu sagen so, komm, wir gehen wieder in die Kanalisation. Die Kanalisation ist einfach so ingrained für Low-Level-Adventure als niedriger Dungeon, wo man hin, auf jeden Fall hin muss. Das wurde uns einfach subconscious, wurde es nach vorne gespült. Dann haben wir gesagt, ja, das klingt vernünftig. Da war noch ein zweiter Weg. Wenn es hier nicht weitergeht, dann muss es woanders sein. Ja, und Missinterpretation und einfach Erfinden von Hinweisen, weil man irgendwas falsch verstanden hat oder sonst irgendwas. Also in meinem Kopf war das alles sehr klar gewesen, ja, denn die haben den, die haben das, das du musst es ja aber sonst. Ja. Erfinden von Hinweisen, ja, das ist. Ja, also ich meine, so dieses, also, das ist mal meine Lage, so dieses, okay, natürlich, klar, wenn die Kanalisation gegangen sind mit diesem, mit dem Anführungsstrichen Kind, so, der hat dann halt, das wurde zwischendrin, ich glaube, ich habe euch gesagt gehabt, da habt ihr einen Stofffetzen gefunden, um euch auf die richtige Pferde zu locken. Ja, da ist natürlich ein bisschen was die Klamotten kaputt gegangen. So, dann habt ihr am Ende dann einen Schuh gefunden oder so, was der da hing, sowas. War für mich halt so die Interpretation, die haben das Kind halt durch die Kanalisation geschleift, bis zu dem Ausgang. Bei dem Ausgang, weil da Wasser ist, haben sie halt ein Boot darunter geparkt, reingesetzt und weg. Das war ja nicht sein Schuh. Es war ja nicht sein Schuh. Richtig. Und wir haben auch keinen in der Ferne gesehen. Aber ihr wusstet doch nicht mal, was für Schuhe das Kind anhatte. Aber Lorcan hat gesagt, aber das war nicht sein richtig. Schuh. Eben, Lorcan hat gesagt, das riecht nicht nach dem Taschentuch und nach dem Kind. Und der Fetzen roch aber danach. Und deswegen ist es halt der klassische Fall von, liebe DMs,
Es ist wie mit einem Krimi-Schreiben. Immer drei Hints, die sich wie eine Kette aneinander geben. Dann funktioniert es. Ich glaube, da war das auseinander und die Leute gehen zurück in die Kanalisation, auch wenn sie es gar nicht sollen. Ne? Aber ich glaube, da war dann halt auch für mich so dieses, so ein bisschen so dieses, ich glaube, da war ich dann so zehn Schritte weiter, so dieses, so ja, da ist halt ein Schuh von einem anderen Kind. Das heißt, die werden da schon mehrere durchgeschmuggelt haben. Irgendwie. Ja. Das war für uns nicht ersichtlich, nein. Nein, nein. Ja, weil es ja gar keine Kinder nicht gab. Also wir haben ja später auch keine Kleider zu dem Zeitpunkt. Ihr habt alte Kleidung gefunden gehabt, tatsächlich. Von Kindern? Dann auch, auch. Ah ja, okay. Aber das war in dem Waren. Das waren nicht Kultistenkleider? Nee, das Wagen war nichts drin, oder? Im Wagen doch, alte Klamotten. Diese Kultistensachen. Du hattest mich gefragt, was da drin ist. Ich habe gesagt, so alte Klamotten, auch so größere und kleinere Sachen das und war so. Ja, aber viel später. Aber ne? Für mich klang das wie, als ob das nicht von den Kindern, die entführt wurden, sondern von den Kultisten sind, die sich denen da anschließen. So hatte ich das zumindest. Ja gut, dann war ich halt dem Hinweis nicht ganz klar und also da war das so eine zweiseitige Sache, dass du das nicht richtig interpretiert hast und ich habe den Hinweis nicht hundertprozentig eindeutig gegeben. Obviously. Ja. Aber da waren halt auch kleinere Klamotten halt für Kinder und alles sowas, weil da ist halt keine Spielsachen mit dabei. Ja, ich denke, jeder DM kennt das. Wir reden jetzt gerade von dem Wagen mit Klamotten, der an der Höhle stand, oder? Ja. Der kam ja viel später. Naja, aber, weil er vorher auch... Das hat sich nicht aufgefasst, als von wegen, die Kinder ausgezogen, beziehungsweise die Überreste der Kinder in den Wagen geschmissen. Naja, also jeder, der kennt das ja. Man denkt irgendwie, das ist doch glasklar. Er ist der Mörder, das müssten die doch wissen. Und die Shooter so, nein. Wie meine andere Gruppe, die einfach in das zu dem Nest eines Green Dragon gerannt sind mit ihrem Level, publiken Level 5, so in den Nest gesehen haben und sich gedacht haben, ach komm, nehmen wir mal ein Ei mit. Mama ist ja gerade erst weggeflogen. Just Player Things. Ja, Just Player Things. Also, dann hängt man da und denkt sich so, oh Gott. Oh boy, here I go killing again. Und danach kam die Diskussion von wegen, sollten wir das wirklich tun? Möchten wir eine neue Kampagne anfangen oder nicht? Oh, das war heftig. Dies und andere Fragen, die man sich stellen sollte, bevor man von einem Drachen stiehlt. Wayne hat's erkannt. Es gibt eine neue Funktion bei uns im Channel. Ihr könnt eure Channel Points jetzt nach Lust und Bedarf ausgeben. Also zumindest erstmal um einen NPC zu benennen. Warum könnt ihr das machen? Zum einen, damit ihr die Points wegbekommt. Zum anderen, damit ich mir nicht den ganzen Namen ausdenken muss. So, Win-Win. Oh no. Bobert, wirklich Wayne. NPC Names. Ich habe nicht gesagt, für welche NPCs, ne? Ich brauche sowieso einen Namen für noch und nöcher, falls immer wieder irgendwo in eine Taverne geht und die Leute ausfragen wollt. Ihr seht diesen gruseligen Drachen und sein Name ist Bobert. Hey, oh Mann. Langform für Bob. Was haben wir in unseren Tassen, fragt Elu. Bobert der Brutale. Also, ich habe leider heute keine Tasse für dich. Aber was hast du sonst in deiner Tasse? Ich habe heute meinen schicken kleinen Teepot da und habe tatsächlich Almkräuter-Tee in meiner Igeltasse. Ganz basic. Ganz so gesund. Rotwein in der anderen Tasse. Ich habe ganz basic Kaffee mit einem Schuss Batida. Ganz basic. Mit dem Schuss. Also der Kaffee, nicht der Batida. Ja. Ich habe griechischen Wein. Also ich habe in meiner Tasse ein Gemisch aus einem wunderbaren Tee, den mir meine Mitbewohnerin geschenkt hat, und einem Kümmelschnaps. Die einzig wahre Antwort auf die Frage, was habt ihr in euren Tassen, ist eigentlich Loszettel. Ja.
Ja, die hätte ich jetzt getrunken. Ja, im Blutlauf, würde ich sagen. Gewinne haben Bei mir, bei mir ist es Kaffee. Wenn ich die Tasse hier habe, ist es Kaffee. Mit viel Milch. Es ist eigentlich eher Milch mit Kaffee. Ich hätte gern ein Schuss, eine Tasse Milch mit einem Schuss Kaffee. Das ist ungefähr. Kannst du dir mit Shake die Hand geben? Hm. Ey, dafür habe ich den Zucker weggelassen. Aber? Der ist rausgeflogen. Ich habe ja jetzt über die letzten zwei Wochen auf die Zimmerpflanzen von meiner Mitbewohnerin oder beziehungsweise zwei von meinen Mitbewohnerinnen aufgepasst. Und da habe ich gestern was gekriegt dafür. Das war selbstgemachte Kekse. Nice. Das sind vegane Kekse und da wurde das Ei mit Apfelmus supplementiert. Die sind so geil. Geht das gut? Sie ist wirklich so. Nice. So, damit die Leute jetzt noch was zum Anschmachten haben, so von wegen, ja, Süßigkeiten. Ach ja. Also okay. Zum Anschmachten haben wir ja den Ali-Bizeps eigentlich. Genau. Ja. Und unser City Crush Pleasure Ship. Hey, Aspalia. Mhm. Die Autoren haben sich schon fleißig zusammengesetzt. Aber ja. Was ist mit dem viel unpopulären, aber dafür spannenderen Ship? Chemnil. Oh yes. I'm on that ship. Oder Nilrak. Nilrak ist besser. Oh Gott. Als Nilrak, Beteiligte. Das klingt wie so eine, ich weiß auch nicht, Kajak-Tour die Nil runter. Als Beteiligter in diesem Ship würde ich sagen, du kriegst aus drei Brettern kein Schiff gebaut. Wow, das ist eine sehr gute Antwort. Als andere beteiligte Person in diesem Schiff würde ich sagen, einfach so, nee, das haut nicht hin. Nee. Aber drei Bretter könnten theoretisch eine Tür ergeben und dann hätten wir vielleicht so eine Szene wie am Ende von Titanic. Ja, und Neil sagt, Neil nein, du liegst mit so. Und einer ertrinkt. Noch besser. Nicht Neil geht unter, sondern Neil und Kemra gehen unter, während Lorcan auf der Tür sitzt. Oh mein Gott, ja. Im Tod vereint. Nein. Ja. Stell ich nur die ganzen dramatischen Szenen vor. So, wir rennen jetzt durch ein verschneites Gebirge und einer von den beiden stürzt ab und der andere hält ihn im letzten Moment an dem Arm fest und aber er wird euch ja nicht die ganze Zeit begleiten. Er bringt euch dort so in einen Teil des Weges. So, das sagst einfach, du jetzt. So, dass, ich kann dass sagen. Wir können ihn adoptieren. Meine Out-of-the-Biz-Runde, die haben seit der zweiten Session älter. Einen NPC dabei, der sollte eigentlich nach der dritten Session abgestellt werden. Also, I mean, nein, der verlässt mich irgendwann einfach, weil ich nicht so viele NPCs spielen kann. Ich gebe euch lieber ganz, ganz viele verschiedene NPCs, die dann eine Zeit lang mit dabei sind, als dass ich 10.000 NPCs spiele, die ganze Zeit dabei sind. Ihrer Fehler. Und da ist jeder eine Katze. Er ist gerade aufgewacht. Natürlich. Ach, Schulterkatzen. Ja. Was haben wir im letzten Jahr alles so gemacht? Mehr möchte mal so kleinen Recap dazu machen. Also wir sind ja hier wegen Jahresrückblick. Das allererste Specialige, was ja veranstaltet wurde, war ja der Woman Gaming One-Shot. Stimmt. Ich fand die klasse. Das war so mit cool. Eins meiner Highlights aus dem letzten Jahr. So. Mhm. Einfach von der Tasche. Ich lecke den Stein an. Das ist mir so hängen. Einfach dieses, ich lecke einfach alles an, weil ich sowieso nicht sehen kann, was es ist.
Ja. Also, wenn ein Sinn nicht funktioniert, muss man halt das mit einem anderen supplementieren. Manche machen dann Tastsinn, andere gehen auf ihr Gehör. Geschmackssinn ist auch ein Sinn. Mhm, das stimmt. Also, der Moment in Gaming kommt ja dieses Jahr auch wieder. Hoffentlich dieses Mal im Juni. Nicht einen Monat später. Tahina, du bist gemutet. Wenn du was sagst. So, ich meine, Women Gaming kann man das ganze Jahr über supporten, insofern. Definitiv, definitiv. Ja, das war cool gewesen. Der Gabes One-Shot haben wir ja auch schon genannt gehabt. Der war auch sehr geil. Also, dann natürlich der Shine a Light. Stream, ganzen Tag. Mega Projekt. Und für mich auch ein absolutes Highlight. Das Ende von Arnes One-Shot mit dem Boogeyman und Witko, der sich dann in den Kreis stellt und damit uns dann doch alle irgendwie noch rettet. So gut. Es war so gut. If you believe. Ich war so happy, dass es dann noch so alles aufgegangen ist. Also ich habe, okay, kann in die Richtung gehen, aber dann ist einfach perfekt geworden. Es war Chaos pur. Und du hast das so toll geleitet, also auch fürs erste Mal und dann on stream. Patrick und ich haben auch darüber noch geredet, was das für Chronis braucht. So was on stream zum ersten Mal. Also Respekt. Danke. Klar, ich finde dich. Es war sehr, sehr cool. Ich fand auch den Halloween-One-Shot ziemlich geil. Yeah. Mit Chat. Also ich glaube, das war so gerade noch so die richtige Menge an Slapstick, die da mit drin war, um das irgendwie believable zu machen für so Classic Horror-Ding. Ich finde, das hat auch, also das Scream hat richtig gut funktioniert. Das war am Anfang noch so Slapstick und yeah und haha und Scherze dies und das und dann hat das sehr schnell angezogen. Ich glaube, das liegt auch einfach daran, weil irgendwann muss man da halt anziehen, weil man ja bloß eine begrenzte Zeit hat und man erwartet ja eigentlich auch, dass irgendetwas passiert. Deswegen ja halt Horror irgendwie. Ja, es war ein guter Übergang. Es war halt ein, fand ich. Aber das war schon cool, also was da auch so für Sachen. Und das ist ja auch richtig cool geworden, als dann halt wirklich alle, die dann so langsam aus dem Spiel halt von der Spielerseite rausgenommen wurden, wenn sie auf die Gegnerseite gewechselt sind. So, wo sich das dann halt wirklich anfängt zu akkumulieren und dann halt immer schneller wird alles und plötzlich dann so, hup. Also was hatten wir? Wir hatten Women in Gaming, dann haben wir ja angefangen mit dem Horde of Talks, wo Tahina und Gib sich zusammensetzen und quatschen. Was auch am Freitag nochmal, wir kicken es ja gleich richtig los hier, erste Januarwoche und dann Jahresrückblick und Talk, wir reden über Fluff. Werbung. Das war auch der ideale Überleitung. Ich wollte gerade sagen, du hast mir hier eine Steilvorlage gegeben. Kennst mich doch. Das Coole war ja, dass es so spontan war im Sommer. Wir könnten mal darüber reden. Und dann haben wir festgestellt, wir haben so viel zu reden. Lass uns das on stream machen, irgendwie zu Themen. Ja, das hatten wir angefangen. Dann Den Red Sky One-Shot? Red Sky hatten wir schon erwähnt. Dann der Winter Queen's Kiss. Wollte ich auch gerade sagen. Der wäre auch, also ich war ja nur dabei, aber ich fand den auch. Also wer mal eine Runde Musiker sehen will, die da durch ein Abenteuer rennen. Es ist, glaube ich, auch aus Sicht von DMs, die immer sagen, ich hätte gerne mal irgendwie so eine Gruppe, die ganze Zeit entweder zusammen als Band auftreten oder Baden sind oder sowas. Und dann halt mal zu sehen, wie das überhaupt funktioniert und mit was für Leid man da im Sinne von Musikerwitzen und sowas konfrontiert Also Danny hat da auch richtig aufgefahren. Also ich habe auch nur noch die Hälfte verstanden, als er dann so richtig in
die alten Rock-Wortspiele reingekommen ist, aber der hat gar nicht mehr aufgehört. Es war sehr, sehr schön. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Also da, wo Bakia gerade gebracht hat, also ich habe an sich an Orkirk das weitergeleitet gehabt. Wenn da noch nichts gekommen ist, einfach mal bei den Mädels anfragen, wie das da aussieht. Also es, gerade was so diese Gewinnspiele angeht, da scheint ein bisschen was durcheinander gekommen zu sein oder irgendwie runterzurutschen stellenweise. Deswegen, da bin ich aber zu Großteil raus. Also ich habe die ganzen Adressen weitergeleitet und so. Und ab dem Zeitpunkt müssen halt die Betreiber dieser Gewinnspiele sich drum kümmern, dass das dann läuft. Siehst du? Das ist jetzt 1,5 Monate her. Ich beschäftige mich immer noch damit. Das wurde gerade grandios delegiert mit der Begründung, nicht mein Job. Hey, ich habe mich den ganzen Tag darum gekümmert, ich habe geguckt, dass das läuft. Stimmt. Anna hat im Hintergrund auch noch unglaublich viel gemacht gehabt und dann halt auch nochmal 2 Stunden da übernommen, damit ich Pause machen konnte. Also, ja. Noch so ein ganz kleines bisschen Gaschen über Scheineleid. Ich fand das wirklich großartig, dass es am Ende dann wirklich so gut funktioniert hat mit den Übergängen, dass da nichts schiefgegangen ist. Und die ganzen Slots waren ja auch super interessant, fand ich. Also der Anfangsslot mit dem Typen, dessen Namen ich leider vergessen habe. Das war mit Christian Eichhorn. Richtig. Eine DMs-Guild-Creator. Und dass das Mini-Bemalen dann auch so kurzweilig war. Also Mini-Bemalen habe ich noch nie gemacht, hätte ich nicht gedacht, dass es mein Ding ist, aber das war dann doch so witzig, dabei zuzuschauen. Plötzlich waren 2 Stunden vorbei. Also, und dann ist auch so viel Geld dann am Ende bei rumgekommen. Das hätte ich auch nicht gedacht. Also einfach insgesamt nochmal großartig, einfach großartig gewesen. Und umgelungen. Da muss ich aber auch sagen, dass ich da teilweise wegen den Slots und wegen den Übergängen dann hier so da sag, so, okay, gleich kommen die Nächsten hier sowas, die sind immer noch auf Sendung, was machen die? Ah! Blut und Wasser. Ja, das ist dann halt wirklich so, wenn du dann so guckst, auf jede Minute, die dann kommt, okay, das sind jetzt nur noch 2 Minuten, bis die Nächste reinzählt, die sind immer noch auf Sendung. Ja, das war bei unserem One-Shot, also bei Anders One-Shot, war das sehr, sehr knapp. Oh ja. Ja, das war perfekt getimt. Wir müssen langsam zu Schluss kommen und dann batschen auf die Minute genau. Das war schon. Ich habe einen Kampf rausgenommen, also es war schon ein bisschen calculated. Da war eigentlich noch eine Face-Spider als Haustier von dem Boogeyman unterwegs. Krass. Krass. Was Boogie-Männer halt so für Haustiere haben. Exzentrische Magier halt, ne? Wobei Spinnen sind immer cool, so irgendwie so mit reinzubringen in Abenteuer. Ja. Ich persönlich finde Sachen wie Rocktopie und sowas lustig. Rocktopie? Die in der Erde, die sich an ihren Hintergrund anpassen und dann plötzlich Leute schnappen und in Abgründe ziehen? Oh. Yes. Das hört sich auch fast genauso terrifying an wie Spinnen. Yes, wenn dann plötzlich so die Tentakel kommen und ich versuche, ne, ja. Oh, was auch cool ist, so Wüstensetting und dann hast du immer mal wieder Ankeks kommen. Die verstecken sich ja auch unter dem Sand und alles und die reagieren auf die Schwingungen, so Tremor und alles sowas. Oh ja. Elu schreibt doch gerade passend, war schon verdächtig, dass wir beim Aufräumen keine Spinnenleben beseitigen mussten. Mhm. Das stimmt. Ja. Es gibt schon coole Monster. Ich habe jetzt letztens erst entdeckt, weil ich ja gerade auch wieder einen neuen Abenteuer schreibe, was man halt so für Monster nehmen kann, habe ich einen Rock gefunden, also ROC. So riesige Vögel.
ist schon sehr herausfordernd, wenn dann plötzlich so die Spielenden laufen da über dieses Gelände und plötzlich ist da so ein Riesenvogel, der einem, ich denke hier sowas, ah, Futter, flonk. Da ist das nächste Babytier, Haustier-Ziel ein Babyrock. Wie groß sind Babyrocks? Also wenn Rocks an sich sind ja schon massiv. Wie groß ist dann ein Baby davon? Groß wie ein Mensch, ein bisschen größer? Ja, wahrscheinlich. Wird schwer zu transportieren. Ja. Siehst du mal, wie bescheiden meine Wünsche im Vergleich dazu sind. Ja, es ist bloß ein Eubär. Also es gibt ja an sich auch ein Supplement, dieses Baby-Bestiary. Wo dann halt auch beschrieben ist, wie man das so Babytierchen, also Monster, sich da ranziehen kann und wie man mit dem umgeht oder sowas. Aber ich glaube, sowas würde ich dann lieber als eigenständige Short-Kampagne oder irgendwie so machen. Ich weiß nicht, habt ihr das Artwork davon gesehen? Mein Bruder Hendrik hat das. Ja. Und das ist einfach... Gibt's ja auch, es gibt sogar eine zweite Version mittlerweile davon. Artwork von? Ja, er hat beide. Von Baby Bestiary. Ja. Nee. Das sind, also da sieht man, so wie süß dann tatsächlich so ein Baby All Bear ist. Da ist mein und da ist mein tiefster innerer Wunsch entstanden, dass ich irgendwann mal gerne einen Charakter hätte, der ein Wyvern Baby hat. Ich habe bis jetzt noch nie einen gekriegt. Aber irgendwann kriege ich einen. Ach, es gibt schon ziemlich coole Sachen da draußen. Hm. Oh ja. Ach, Schwelgen in Erinnerung. Oh ja, Elo schreibt auch gerade auf Vitkus Frage im Chat. War auch zum ersten Mal bei dem D&D-Stream von Shine a Light dabei. Vor der Kamera zum ersten Mal D&D gespielt. Auch das finde ich... Chapeau. Sehr mutig, auf jeden Fall. Sehr mutig, yes. Und dafür super gespielt. Das war eine sehr tolle Runde. Ich wusste es gar nicht, dass Marek noch nie D&D gespielt hatte. Ich wusste halt, dass er schon mal, glaube ich, DSA und schon mal Shadowrun gespielt hat. Und dachte ich, ja, das ist D&D nicht so weit entfernt. Habe ihn einfach eingeladen. Das ist auf jeden Fall eine coole Anekdote zu erzählen. Ja, mein erstes Mal D&D, das war gleich mal on stream hier, so und so. Bleibt gleich im Gedächtnis. Gleich so erfolgreich abgeschlossen, Abenteuer, ne? Also, da kann man nicht meckern. Das stimmt. So, ich gucke gerade mal, ob ich irgendwelche Zahlen habe, die ich einfach mal so rausknallen kann. Wie viele Critical Ones? Okay, das habe ich nicht aufgeschrieben. Sowas habe ich tatsächlich nicht aufgeschrieben, aber das fange ich dieses Jahr an zu tracken. Oh Gott. Ich habe tatsächlich meine Spielzeiten und alles so vom letzten Jahr versucht gehabt zu tracken. Ich bin dann irgendwann im Sommer, ist das dann bei mir eingeschlafen. Also ich könnte es noch rekonstruieren, wenn ich das wollte. Aber bis zu dem Zeitpunkt, lass mich mal gucken, was sagt mein Chartmaker? Okay, also am 25.07. habe ich zum letzten Mal da großartig was geändert. Da alleine war ich schon bei Spielzeit als Spielerin bei knapp 200 Stunden. Ne? So, ja. Genau. Da hatte ich noch ordentlich. Davon und dann halt ungefähr 50 bis 60 Stunden als DM. So, das ist ja, ist ja dann im Laufe der Zeit nochmal ein bisschen angezogen. So, ja. Aber ich meinte ja eigentlich so mal ein bisschen was zu gucken, was hat denn unser Kanal denn so bis jetzt? Machen wir jetzt seit April. So mal ein bisschen hinter die Kulissen gucken, was haben wir denn da eigentlich rumgekriegt. Also, bis jetzt hatten wir 4.375 Aufrufe auf unserem Kanal. Und aktuell haben wir jetzt 268 Follower, was ich echt schon ziemlich krass finde, dafür, dass wir an sich so klein und knuffig sind. Finde ich auch.
Genau, Kanalanalyse. Was gibt's denn hier noch? Es war uns, also bis jetzt in der Zeit haben wir, was haben wir denn alles sozusagen in der Zeit auch so machen können? Wir haben für unseren, für die Hauptkampagne haben wir ein Intro-Video und Musik gekriegt. Die Spielenden wurden einmal bezahlt und konnten sich eine Pizza leisten. Wir haben sehr coole Artworks gehabt, der Charaktere. Oh yeah. Genau. Direkt zu Beginn. Tassen und Sticker. Tassen und Sticker. Sind auch ein paar Sticker da? Sehr schicken Sticker. Tassen sind momentan keine da. Das müsste mal eine größere Bestellung gemacht werden, je nachdem, wie es verlangt wird. Wir hatten unser Giveaway mit den Zauberkarten. Mit den Zauberkarten? Ja. Stimmt. Also an sich habe ich ja noch einige Zauberkarten da. Muss mal gucken, wann wir die dieses Jahr alle rauskloppen. Also ihr braucht euch keine Gedanken machen, dass ich die benutze, weil ich benutze keine Karten. Das lohnt sich für Online-Spielen nicht. Aber sie sind gut eingelagert. Ich finde sie super. Fun Fact zwischendurch eingeworfen, wo wir gerade bei Zahlen waren. Der populärste Clip auf diesem Channel ist das vorhin erwähnte, wie sieht der Typ vor mir aus mit Views. Habe ich natürlich auch super auf Twitter vermarktet. Im Chat ist nochmal cool. Die Konversation zu sehen. Ah, den mach ich auch doch nochmal auf. Ach, nein, ach, ich kann mich selbst mühen. Ich nochmal einen Klick mehr. Wie sieht der... Ach ja. Wir hatten insgesamt, oh Gott, was haben wir denn alles gehabt? Also so von den Videos her, jetzt muss ich mal ganz grob rechnen, 10, 25, 31, 34, 41 Videos oder beziehungsweise Sendungen haben wir letztes Jahr gemacht, was schon ziemlich ordentlich ist. Oh. Davon alleine haben wir 6 Special-Videos, wobei einmal ein Two-Shot mit dabei ist. Dann haben wir unsere beiden Kampagnen-Staffeln und wir starten ja dieses Jahr auch in Staffel 3. Mhm. Es wird frostig. Was? Davina, was? Davina, du bist gemutet. Zieht euch warm, Mann. Es wird frostig. Es wird frostig. Na, ihr lauft über Berg. Ihr lauft über zugeschneite Berge. Denkst du, da wird es mollig warm? Home advantage. Was? Schon, ja. So, manchmal kuschelig. 20 für schwarme Gedanken. Geysire, Vulkane. Ich weiß, wer nicht frieren wird, ne? Jaspasia. Jaspasia. Ja. Wenn der Lorbade die Überlebenstrickkiste aufpackt und sagt, ich habe gelesen, dass... Wusstest du? Hätte... Nee. Ring ich will den Ring of Winter nicht. Nein, nein, nein. Nee, nee, das war. Oh, stimmt. Ich mal. Das Gute ist aber, Jalea hat, Leomunds Tiny hat gelernt. Das heißt, sie kann uns ein kleines Zelt machen. Ich hab, Ravia hat ja auch einen Ring bekommen, der, was in die Richtung kann. Du hast den Fuchsring, den ich, zufälligerweise auf dem Boden gefunden kann. Wurde Fuchsring? Ja, warte. Ich hat er was gegen Kälte gemacht? Ja, ich muss. Also, ich habe einen dramatisch flatternden Umhang, in den ich mich einwickeln kann. Ich glaube, es war kein Fuchsring, aber eventuell ein Ring mit so Fell drin. Ja, wo ein Emblem von 2 Füchsen drauf ist. Das kann gut sein. Ich
Ich müsste das nochmal nachgucken. Ja, diese Momente, wenn Fuchsring klingt on-brand für Ravi insofern. Ja, ja. Das ist diese Momente, wo dann plötzlich aus Spielersicht kommt, ja, ich habe das und das gekriegt, und dann CM sagt so, ich weiß es nicht mehr. Aber ich kann mich tatsächlich auch noch daran erinnern, ja. Das ist der Gandalf-Moment im Moria. No memory of this. Ich habe mir aufgeschrieben, Words of the Code engraved with two foxes and laced with fur. Dann wird das so sein. Ich erinnere mich ganz dunkel. Also eigentlich gar nicht. Ich hab nur gerade gelesen, weil Shade das geschrieben hat, ein Ring of Winter, yippie, ich friere nie wieder. Moment. Ich hab da einen Ring. Ich hab doch da was. Und also ich habe auch on brand ganz, ganz viele Notizen. Also Session 13, was unsere Session war mit The Tale of Dancing Blades and Firewood, wo er den Baum niedergebrannt hat. Ich kann mich an alles erinnern. Was habe ich mir aber reingeschrieben von der Session? Sowas. Meine Session-Notiz. Baum hängt von der Decke. Das ist alles, was ich zu der Session aufgeschrieben habe. Wichtige Details. Schweres Baumleben. Du hängst da einfach nur so rum, denkst an nichts Böses und Zuki ist angezündet. Oh, und ich habe mir auch aufgeschrieben, Lockhand wird trainiert. Ja, stimmt. War wichtig. Ja. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe auch mal bei Shadowrun mit 2 DIN-A4 Seiten Planung angefangen und jetzt haben wir noch so einen DIN-A4-Zettel, wo drauf steht 14.30 Uhr, Sumpf, Bäume, Achtung, Hunde. Und ich denke mir 2 Wochen später, was zum Teufel? Habe ich mir dabei gedacht? Ich habe sogar eure Wachzeiten aufgeschrieben. Kudos. Was halt auch schön ist, ich habe mir ja stellenweise, also ich wechsle ja immer so zwischen Notizzetteln und meinem Notizbuch, so Sachen wie wenn ich plötzlich Kämpfe tracke und dann sind dann hier so Zahlenreihen hier unten, wo dann einfach bloß runterkalkuliert wird. Das ist auch immer sehr schön. Aber ich habe tatsächlich diesen Ring, ich dachte, ich hätte das aufgeschrieben. Habe Ravi einen Ring gegeben oder irgendwie sowas. Da ist das mit der Ortschaft. Da seid ihr gerade erst hingekommen. Ich habe keinen Plan. In meiner Lieblingsmomente, apropos wegen Ravis und seinem Ring, war übrigens auch Ravi, der immer so lustig drauf ist und hier noch ein Apfel und da noch ein Apfel, plötzlich so stinkesauer wurde. Das war so, okay, Ravi kann auch an. Ja. Wütender Ravi. Ja, das war was. Oh ja, das war ein sehr cooler Charaktermoment. Ich hab's gefunden, ich würde es in die Kamera halten, aber ich weiß, dass es dann gespiegelt sein wird, deswegen bringt das nichts. Ah, das muss er nicht lesen können. Meine Notizen für den Tag. Tür 1 ins Nichts. Tür 2, Weisheit. Tür 3, Glauben. Seraphim ist ein Kanschus, Ring mit Fell, 2 Füchse eingearbeitet, Wert Kälte ab, Iri, alte Heldin und dann noch Terminnotizen. For good measure. Dass du dir alles aufgeschrieben hast? Ah, das auf der Rückseite. Laubbaum, alt. Es ist sehr schön, wie gut der Baum in Erinnerung geblieben ist. Das fand ich tatsächlich krass, dass der Baum im Endeffekt gefährlicher war als der Giant. Mein Hot-Ordner ist ein Fuchs. Also es sind eigentlich sogar 2 Füchse drauf. Oh. Wegen auch Ravi, weil Shoutout zu Danny, Fuchskind. Die macht ganz süße Fuchs-Sticker, nehme ich. Cute. Hashtag not sponsored. Beim Baum hat er auch eine Person weniger gekämpft.
Stimmt, Kemmerak hat ja eigentlich nur dafür gesorgt, dass alle irgendwie da safe in den Tunnel reinkommen. Ja. Ich Und so ungefährlich fand ich den Riesen gar nicht. Nee, ich auch nicht. Der war auch nicht so ungefährlich. Ich auch nicht. Nee, nee. Der war ganz und gar nicht ungefährlich. Bei dem haben wir nur proper Raid-Taktiken employed. Ich könnte mir immer noch so. Ich hab ja in diesem Kampf gegen den Riesen, habe ich ja im Discord-Chat, Quatsch, im Zoom-Chat noch geschrieben: Ja, spart euch eure Runde, saved mich mal nicht, ne? Alles gut, ich krieg das schon hin. Und würfe beim Death Saving Throw erstmal direkt eine 1. Fuck. Das war nicht gut. Und dann habe ich auch noch angefangen mit, ja, sag das mal den anderen nicht, was du gewirbelt Ja. hast. Ich dachte echt in dem Moment so, okay, das war's. Wenn wir jetzt den Riesen nicht diese Runde down kriegen, Kemrak ist Geschichte. Das wäre heftig gewesen, ja. Aber die Sternensplitter haben es ja geschafft. Das war auch tatsächlich, stimmt, den Moment haben wir gar nicht so richtig erwähnt, oder? Wie Ravi der Gruppe ihre Namen gaben. Ich bin da ein bisschen stolz drauf, dass mir das zu dem Moment eingefallen ist, weil ich finde, dass der Name gar nicht so schlecht ist. Ist ja nicht so schlecht, für den richtig cool. Der macht ja auch total Sinn, wenn man weiß, wie es dazu kam, irgendwie. Insofern. Und jetzt haben wir immer was dabei, wo, wenn einer von uns verloren geht, man im Notfall als Locate Object oder sowas draufcasten kann oder ein Scry draufhauen kann. Ich finde, das ist Ja. gut mitgedacht. Wenn Aspasia mal wieder entführt wird. Genau. Wenn man jemanden interplanar orten muss. Oh, dieser Brunnen. Wo, glaube ich, jeder so mit sich gekämpft hat, so ich würde echt gern da jetzt Ich finde das aber reingucken einen und. echt starken Charaktermoment. Wirklich so, jeder hatte irgendetwas, wo er gerne gucken wollte. Und dann halt zu sagen, nein, ich verzichte drauf und ich gebe das Aspasia. Ja, Und das war. Aspasia Wir Das. fahren halt nicht mit ihr. Ja. Und danach halt so wirklich diese Gruppenumarmung, weil diese Enttäuschung da war. Das war dann halt irgendwie so, so all the feels. Still hurts. Oh. Stehen. Wo wir gerade bei Notizen waren, ich habe gerade mal durchgezählt. Ich habe 32 Seiten Da hast du geschrieben an wesentlich. Notizen. Gut, du hast doppelt. Du hast ja A4. Warte mal, wie viel habe ich? Es ist DIN A4, genau, und es ist immer Vorder- und Rückseite beschrieben. Und ich habe Oha. Recap waren allein schon 10 Seiten in Word für die erste Staffel, wo ich das Recap dann im Nachhinein geschrieben hatte. Und ich habe in meinem kleinen, schlauen Notizbuch, das sind so Sachen mit, beim nächsten Mal musst du Aspasia das und das fragen und ihren Ali-Bizeps bewundern oder vielleicht Kemrak über Lorcan ausfragen und so. Das sind auch schon 21 Seiten halt hier. Nee, gut, Zielschreiber. ich bin jetzt bei 21 Seiten, so insgesamt mit denen, was ich so an meinen eigenen Session-Notizen habe. Inklusive den Duett-Games davor, ne? Also Ja gut, den, das also von ist. Anfang an halt, ne? Ja gut, die Notizen habe ich in meinem Klaviernotizen. schlauen Ordner und eure Character Sheets. Also, das steht euch total frei, dadurch, dass ja sowieso noch nicht öffentlich gemacht wurde, was da drin passiert ist. Ihr könnt ja auch gerne mal so ein bisschen erzählen, was da passiert ist, nur wenn ihr wollt. Wo denn? Von euren Duett-Games, nur wenn ihr Okay. wollt. Ich finde das echt spannend, weil ich das Gefühl habe, dass ich, dass den Ravi, den ich in den Duet-Game gespielt habe, noch sehr, sehr, sehr viel Plesser? ja, sehr viel noch deutlich kindlicher war, als ich ihn jetzt mache. Es verändert sich immer mehr. Aber ich glaube, das ist auch Ziel. Weil, wenn der. Also,
ich habe Ravi mit Intention gemacht, dass er sehr kindlich sein soll, aber wenn er total kindlich ist, dann kann man diesen Charakter in manchen Situationen einfach nicht spielen, weil es dann keine korrekte Response gibt. Und ich finde das relativ spannend, da nochmal wieder reinzuschauen. Ja, also damals wusste ich mit Aspasia auch noch überhaupt nicht, wo ich hin will und wie ich sie genau spielen will. Ich habe sie dann ja zwischendrin auch nochmal umgebaut und ihren Charakter nochmal verändert und da jetzt gefällt es mir deutlich besser als am Anfang. Also ich finde das ja auch absolut valide, einfach zu sagen, so hey, ich komme, also irgendwas ist da bei dem Charakter nur noch nicht richtig, kann ich ja nochmal was ändern? Weil man muss ja ein bisschen Gefühl dafür kriegen. Ja. Ich bin momentan schwer im Überlegen, du hast ja gesagt, wir können Sachen aus Taschas jetzt zu unseren Charakteren, wenn das passt, dann noch was zu verändern, ob ich das Shadowfell Touched Feet reinswappe. Weil das halt stimmungsmäßig das echt gut ist. Ich finde ja sehr stimmungsmäßig. Ja. Ich habe es mir überlegt, aber ich bin dann doch dabei geblieben, dass ich Kemrak so lasse, wie er ist, weil sonst wäre es halt noch nicht mehr Kemrak. Das ist bei einem anderen Charakter vielleicht dann auf die neuen Optionen von Taschas zurückkommen, aber Kemrak bleibt jetzt so, wie er ist. Da wird es keine Änderung mehr geben. Aber ich finde auch, ich denke, das hat aber jeder von uns gemerkt, dass so mit je mehr Sessions kam, desto mehr hat sich der Charakter halt geformt und halt auch entwickelt, weil wenn ich vergleiche, ich habe die ersten paar Sessions war Kemrak noch so komplett weltfremd, das habe ich dann auch irgendwann abgelegt, weil es teilweise auch sehr anstrengend war, diese Gratwanderung hinzubekommen zwischen er kennt's nicht und er ist dumm. Das war irgendwie dann sehr schwer irgendwas für mich zu vermitteln und ich werfe ab und zu mal noch so ein bisschen was ein, aber ja, tatsächlich finde ich, man merkt halt schon, dass das dieser Charakter von Session zu Session immer mehr Form annimmt und sich halt auch von der ursprünglichen Idee eigentlich immer weiter, also nicht komplett entfernt, aber immer weiter doch so ein bisschen entfernt. Also dass sich halt auch aufgrund der Geschehnisse irgendwie neue Wege auftun, die man vorher überhaupt nicht so im Kopf hatte. Na, Caro. Du hast die Gratwanderung aber echt cool hingekriegt, das auch so durchzuziehen mit dem kenne ich nicht und dann neu darauf zu reagieren. Also das war sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und es ist auch noch, also ich meine, man merkt, wobei Kemrak jetzt natürlich auch ein Gefilden ist, wo die Dinge, denke ich, auch nicht mehr so fremd jetzt sind einfach. Also ich sage jetzt mal, es ist natürlich ein Unterschied, ein kleines Dörfchen irgendwo in den Bergen im Vergleich halt zu Sradena oder so. Ja, ich würde sagen, Sradena war was ganz, ganz anderes. Kulturschock! Ja. Im einen Moment noch zu Hause, im Kreis der Familie sozusagen und im nächsten Moment allein im Wald und dann in einer riesengroßen Stadt, wo man noch nie war. Das ist schon strange. Ja. Ich habe mir jetzt gerade nochmal durchgelesen, ihr wart ja in Session 1 bei einer Wahrsagerin gewesen. Oh ja. Echt? Ja. Mhm. Die alles Lustig. Gesagt hat und nix. Wo Jalea hat mit ihr gesprochen gehabt. Ich glaube, Kemrak ist nicht zu ihr gegangen. Nee. Du hattest die Option offen gehabt, bist aber nicht reingegangen. Ja. Ich habe gefragt, aber deine Zukunft sei bereits geschrieben. Mhm. Die Karte, die für dich gezogen wird, war, spiegelt Größe und Schmerzen. Ich hab nämlich noch mein Witz dazu. Right! War das mit Alsyra und Helis, oder? Mhm. Ah, ja. Da hatte ich ja auch eine Weissage. Ich habe nach Amara gefragt, meine alten Flamme. Und hab Beziehungsratschläge gekriegt, basically. Willst du loslassen? Du wirst sie finden, aber du sollst loslassen. Yes! Es ist gut, aber sich sowas nochmal so hervorzuholen, um zu gucken, okay, wie weit ist das jetzt schon eingetreten oder nicht? Was man mal so vorhergesagt hat.
Jolie hatte nach ihrem großen Epos gefragt, ob sie das schreiben wird. Und ich habe gesagt, ja, aber es wird ein langer Weg dorthin. Und, du bist doch auf einem guten Weg, oder? Ich habe nach dem Halbelf gefragt für Aspasia. Und hieß, es wird viel Zerstörung vor uns liegen. Und ich meine, das, yes. I mean, yes. Ach ja. Schon viel passiert, tatsächlich. Wirklich, ja. Es kommt ja manchmal nicht so vor, weil wir auch bloß zweiwöchentlich spielen und immer mit relativ begrenzter Zeit, aber es ist doch trotzdem schon ziemlich viel passiert in der Zeit. Mehr Progress als in mancher Homebrew-Kampagne in 3 Jahren oder so. Also was habt ihr gemacht? Ihr habt Tradena kennengelernt, ihr wart dort auf einem Fest, ihr habt in der Stadt nachgeforscht nach diesem Mysterium mit diesen Kindern. Habt so ein bisschen von der Stadtgeschichte, von dieser Legende gehört, habt da ein paar NPCs kennengelernt, eventuell so ein bisschen so was da hierarchiemäßig abgeht, so ein bisschen was. Ihr habt Leute kennengelernt, die halt von Städten, von Stadt zu Stadt tingeln, für die Feste, um dort aufzuspielen und sowas. Ihr habt in der Umgebung so ein bisschen was kennengelernt, wart in diesem einen Dörfchen gewesen, wo ihr diesen Tavernenbesitzer kennengelernt habt und halt dann auch diesen älteren Fjörborg, der da diese Kapelle geleitet hat. Der hieß irgendwas ähnlich zu Neil. Ist er nicht Giel? Ja, er ist Giel, ja. Ja, ich bin sehr kreativ mit dem Namen. ja, dann seid ihr ja, habt ihr ja Neil gefunden. Oder er hat euch gefunden. Und dann seid ihr nach Aerith gekommen. Wo ihr dann durch diesen Dungeon durchgerannt seid. Ich wundere mich bis heute, was der Grund war, warum Neil bei unserem ersten Aufeinandertreffen, das glaube ich keiner kennt, außer Jalea und ich, also Tahina, so aggressiv war. Wegen Lorcan. Weil, ja, aber was war an Lorcan so schlimm? Rinder waren gerissen worden irgendwo in der Nähe und deswegen hat er gedacht, dass es Lorcan war, oder? Also es gab irgendwie da sowas in der Art. Also es ist, das war gewesen, dass da in der Umgebung hatte halt irgendein wildes Tier sozusagen auf Farmtiere da Jagd gemacht hat, weil leichtes Futter, leichte Opfer. Lorcan in der Gegend als einziger größerer Wolf gerade unterwegs war. Also die Sache war halt das eine schließt das andere halt nicht aus. Und er war ja auch nicht mit seinem Rudel unterwegs. Das heißt, Jagd ist da ein bisschen schwieriger. Er hat ihn ja verstoßen. Er wurde verstoßen, der Arme. Ja, wann werden wir die tragische Background-Story von Lorcan ergründen? Zur Not müssen wir nochmal im Beast-Speech nachfragen. Oder darf uns Lorcan seine tragische Backstory erzählen? Genug Approval Points haben, dass jetzt die Loyalty Quest von Lorcan freigeschaltet ist. Sowas mache ich nie wieder, dass ich irgendwie Punkte sammeln lasse, damit irgendwelche bestimmten Sachen passieren oder nicht. Das habe ich einmal getestet in der Kampagne. Das ist nicht. Also es war interessant, aber es hat nicht gezündet. Und vor allen Dingen nicht, wenn du irgendeinen Wizard hast, der sehr von sich selber überzeugt ist und dann plötzlich auf irgendeine höhergestellte Person trifft und die ihn einfach dann mal des Gebäudes verweist, weil, hey, du bist unhöflich, verzieh dich. Ich erzieh dir all deine Rechte, die du hier hast. Das passiert in Kampagnen so oft. Oder sollte oft passieren. Ja. Passiert tatsächlich eher, ich finde tatsächlich zu wenig, dass solche Konsequenzen gezogen werden. Deswegen kommen halt auch Spielende so auf die Idee, sich dann halt halt auch gegenüber NPCs sehr beschissen zu verhalten. Ich habe in meiner Shadowrun noch unter auch so einen. Der wird auch immer direkt raus. Aber das ist ein guter Punkt. Es war auch jetzt in dieser Kampagne das erste Mal, dass ich von der Diebesgilde ein gewisses
Betrugungspotenzial habe ausgehen sehen. Sonst hast du immer so die Diebesgilden so, ja, die paar Deppen, die da rumrennen und Sachen klauen, ne, den kaufst du ein paar Mal auf die Ömer und dann ist gut, ne, aber das war wirklich mal so eine Diebesgilde, wo du denkst so, eine falsche Bewegung und du bist Fischfutter. Das stimmt. Ja. Macht die Sache auch irgendwie ein bisschen glaubwürdiger, mal um wirklich so Gilden zu haben, die auch wirklich die Macht, die sie haben, so ein bisschen ausspielen. Ja, das find ich gut. Wir haben mal was anderes. Als das, was ich halt kenne. Ach, das ist so schlimm. Ich möchte gerne erzählen, was ich jetzt schon für die ganzen, wahrscheinlich nächsten 30, 40 Sessions geplant habe. Also was da mal so passieren soll irgendwann. Und ich kann das nicht erzählen. Das Struggle eines DMs. Ich kann ja. Jedes Mal. Wir fragen dich dann so in 30, 40 Sessions, wie viel davon umgesetzt wurde. Gar nichts. Ich habe tatsächlich, ich gehe ja zu der nächsten Stadt, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Dagrin, ja. Sind so viele Städte in meinen verdammten Kampagnen, irgendwann bringt man die dann durcheinander. Da habe ich tatsächlich schon ein Szenario, wie ihr dort, also beziehungsweise was die Situation sein wird vor Ort, wenn ihr dort ankommt. Ihr seid noch nicht mal nah an der Stadt dran. Und ich weiß jetzt schon, was dort passieren wird. Also, wir sind nur 2 Reisesessions entfernt. Ah, oh, ihr seid noch lange entfernt. Also wie gesagt, die nächste Staffel dreht sich eigentlich mehr um so diese Sache, wie ihr da über diesen Berg hinüber wandert. Okay. Also das kann ich zumindest schon verraten. Das wird so die Staffel einnehmen. Werden wir in eine elfische Porte kommen? Und Freund sprechen, um einzutreten? Nein. Vielleicht schubse ich euch von einem Berg runter mit irgendwelchen Giants oder sowas. Ich kann dir sagen, wie wir über den Berg kommen. Natürlich fliegen wir drüber. Natürlich. Wie wir über alles drüber fliegen. Wir kommen irgendwann an einem Goatball-Feld vorbei und müssen uns durchkämpfen. Okay. Ich möchte jetzt hier schon mal die Gedankennotiz anfügen. Kann ja auch schon ins Featherfall. Ja, natürlich. Kendra kann das. Nee, Lorcan ist doch unser großer Magier. Ich schau mal eben ganz kurz nach. Ich weiß gar nicht, ob ich das lernen könnte. Während Arne nach seiner Spelllist guckt, um zu schauen, okay, könnten wir uns eventuell aus so einer ganz bestimmten Situation retten, falls einer von uns zum Berg fliegt. Ja, was haben wir denn als Ausblick fürs nächste Jahr, also für dieses Jahr? Für 2021, welches Jahr hoffentlich besser wird für insgesamt alle. Ja, was ist geplant? In 2 Wochen, am Dienstag, lustigerweise am Dienstag, wo sowieso schon haufenweise Runden streamen, fangen wir zum allerersten Mal an mit einer englischen Runde, also englischsprachige Runde, mit einem internationalen Team. Und da spielen wir Rise of the Ice Dragons, also das Abenteuer ist Rise of the Ice Dragons. Und unsere Gruppe nennt sich dann Legend of the Ice Dragons, Dragon. Das war die Wahl, die ich gemacht habe. Ja. Ich dachte, Gabe ist nicht mehr da. Ja. Dann kommt da sowas raus. Ja, und das wird dann tatsächlich, geht dann in so die Richtung von Settings, so eins, was meiner Lieblingssachen mit viel Winter, viel Kalt, viel Deathly Potential, Out of Terrain und Drachen. Aber Caro, heißt das etwa, dass es in 2 Wochen die volle Ladung auf diesem Channel gibt, dienstags und mittwochs? Ja, mitgucken, genau, das heißt es. Du bist wahnsinnig. Ich weiß. Absolut wahnsinnig. Ich weiß. Das Gute ist, das Abenteuer ist bereits vorgeschrieben, das heißt, ich habe weniger Prep-Arbeit in dem Sinne, weil ich das zwischendrin lesen kann, was halt als nächstes passiert. Und wir hatten ja gestern schon die erste inoffizielle Session, wo wir halt schon so angefangen haben, damit die alle auf so einen Weg kommen und wissen, was los ist. Die Gruppe startet mit 20 Hunden. 20 Huskies. Das ist so ein Meme. Ja.
Vier davon haben Namen von italienischen Käsesorten. Parmesan? Warte. Was, Mozzarella und Ricotta. Guacamole und Parmesan, ja. Pecorino. Also, Pecorino ist tatsächlich richtig. Also, die Hunde heißen Mascarpone, Pecorino, Ricotta und Gorgonzola. dann gibt es noch als Namen, also ein Teil wurde ja bereits als Namen rausgehauen, Yeti, Ghost, Taffy und Admiral Puffers. Admiral Puffers! Also das sind die Namen, die bis jetzt feststehen. Hm. Und drei Leute haben noch nichts gesagt, wie ihre Hunde heißen sollen. Aber ich bin damit auf der Safe Side. Ich brauche dir keine Tiere mehr geben für die ganze Kampagne hinweg. Weil sie haben schon 20 und eine kleine Eule. Ich sehe gerade Tahina, inneres Herz stirbt gerade. Das Herz stirbt gerade. Sie haben 4 Hunde jeweils und ich krieg nicht mal einen Eulen mehr. Eben. Wir haben hier so einen Wolf, den wir zu verteilen. Wir haben mehr emotional support animals. ja, also das startet dann in 2 Wochen. Ja, Freitag ist ja dann Hot of Talks. Dann, was haben wir noch? Ich habe munkeln hören, dass Pete bei uns im März einen One-Shot leiten wird. Oh. Nächste Woche Donnerstag, prepare the stream. Das weiß ich tatsächlich, Prepare the Game, das weiß ich tatsächlich nicht. Also wie ihr ja schon gesagt habt, ja, ich bin verrückt. Es gibt halt so Sachen, da muss ich dann gucken, ob ich das dann nicht eventuell einstampfe oder nicht. Mhm. Weil irgendwann sind die Ressourcen halt aufgebraucht. Geht dann hier. Das werde ich dann aber tatsächlich über Twitter nochmal so in die Umfrage reingeben, ob das, wie das aussieht von Zuschauerseite, ob das weiter gewünscht ist oder nicht, um da so ein bisschen Feedback zu kriegen. Also wie immer wird das sehr transparent gehalten. Wie auch damals, als ich gesagt habe, hey, sollen wir überhaupt noch bei Nordpol den ganzen Kram reinschreiben oder nicht? Ja. Muss ich tatsächlich sagen, war der beste Weg, das zu machen, dann wirklich nur noch die speziellen Sachen, die wir haben, dort anzukündigen. Ansonsten der Rest läuft ja normal. Ja. Immer wieder. Das wissen auch die Leute, die uns regelmäßig zuschauen. Ja, also wie gesagt, im März eventuell mit Pete, so war nicht, das Kind früher sich blicken lässt. Agi ist schwanger. Und er wird Daddy. Genau, just didn't. Hm. Ja, hat einen Moment gedauert. Genau, ja, es ist, ich glaube, für April angeplant, deswegen ist da noch so ein bisschen Puffer, aber man weiß ja nie. Mhm. Im April gibt es eventuell einen Austausch mit One Shot on Sloft, also mit dem Majestic Goose Network. Majestic Hong Kong. Goose. Mhm, Hongkong. Hong. Bei denen habe ich tatsächlich mal bei der NBA Arena mitgemacht. Das war sehr, sehr lustig. It's a wonderful day and you're a horrible goose. Ich stelle mir gerade die Hot of Tales Charaktere in einem Basketballspiel vor und denke mir so, oh shit, das geht nicht gut. Also das war jetzt kein Basketballspiel gewesen, das war Mortros Bloodsport Association. Ja, super. Und das war ein Winter-Setting gewesen, eine Arena gefüllt mit Schnee und alles sowas. Und da war der Grinch auf einem Berg mit dem Sack voller Geschenke. Und unten drunter war dann halt so ein Hund, der dann halt so Spells gecastet hat. Und wir mussten an diesen Sack von Geschenken ran. Okay. So, im Endeffekt waren wir zu dritt gewesen. Meine zwei anderen Teamkameraden haben sich um diese Spellcaster da gekümmert und sowas. Und ich habe mit meinem Bartfighter. Ich habe 2 Angriffe oder sowas gemacht am Anfang. Dann habe ich einfach Invisibility, bin auf diesen Berg hinten nach oben und habe dann einfach mit Shatter diesen Grinch da von dem Berg runtergeschubst.
Der ist dann halt mit dem Aufschlag auch gestorben. Was heißt, das war meine ganze Aktion. Du, mit der Visibility durch die Arena und das Ding runterholen. Oh Mann. Das Ganze war auf 2 Stunden angesetzt. Wir haben das in 1,5 Stunden haben wir das geklärt. Das war sehr lustig. Meine ganze Aktion war halt wirklich so, ja, ich bewege mich nach vorne. Ja. Aber das sind halt auch noch Sachen, die eventuell kommen, dann im Juni definitiv wieder der Women in Gaming. Und dann gucken wir mal, würde ich sagen, für den Rest des Jahres, was es noch so gibt, ne? Ja. Kann man ja viel machen. Oh. Vielleicht auch nochmal über Twitter was raushauen, von wegen, hey, was wollt ihr eventuell sehen? Red Sky. Du, was? Red Sky. Red Sky. Cape. Vielleicht, also ich schreibe ja momentan auch noch an einem neuen Abenteuer, wenn das fertig ist, aus dem Playtest raus und alles sowas, könnte ich es auch noch mal bei uns auf dem Channel spielen. Das wird dann wieder Fail-Shit. Hast du da nicht noch eine andere News? Oder hast du jetzt schon rausgehauen? Dass The Winter Queen's Kiss jetzt eine deutsche Übersetzung hat? Ja, es kommt auf Deutsch. Ja, Billy hat sich dran gesetzt. Was hat sie übersetzt? Also für die Leute, die nicht auf Englisch spielen können und wollen, gibt es das dann auch auf Deutsch. Kommt nächste Woche. Hi. Haltet die Augen auf. Hype. Zum Vorzugszeitenpreis von $4. Wie auch die englische Variante. Wow. Die Leute sollen froh sein, dass sie sich die teurer gemacht haben. Genau. Also der Preis bleibt gleich. Halt dann auf Deutsch. Das werde ich aber nochmal größer ankündigen. Dann arbeite ich momentan mit einer polnischen Autorin zusammen. An einem Abenteuer, also das ist, wo ich dann eher als Editor mit dabei bin, um das zu arbeiten. Es ist auch Fail-Shit. Ich mache sehr viel Fail-Shit. Und dann irgendwann im Laufe des Jahres kommt dann Monster Hunt Weekly, wo ich bei einer Ausgabe mitschreibe. Mhm. Nice. Da kommt ganz, ganz viel dieses Jahr. Habt ihr irgendwelche Projekte, an denen ihr noch arbeitet? Ich habe gesehen, Tahina hat ein Yoga-Projekt, das sie macht. Genau, ich mache jetzt seit 2015, das ist jetzt das, was ist das dann? 6. Jahr in Folge, wo ich Yoga mit Adrian mitmache. Das ist immer im Januar. Ich lege jeden Tag ein Yoga-Video hoch und ich mache das halt, soweit der Lupus es zulässt, halt mit dann Varianten teilweise damit. Und kann das wirklich nur empfehlen. Also überhaupt jetzt Hashtag Stay at Home und so. Yoga with Adrian ist ein sehr cooler Kanal, weil da alles, also auch für Einsteiger wirklich Videos dabei sind. Und auch diese 30-Tage-Projekte von ihr sind wirklich einsteigerfreundlich. Man braucht nichts. Theoretisch braucht man nicht mal eine Yogamatte. Also wenn euer Boden nicht zu hart ist, ansonsten einfach eine Decke hinlegen oder so und dann mitmachen. Kann ich wirklich nur empfehlen, ist sehr gut, jeden Tag Yoga zu machen, sehr relaxend auf jeden Fall. Und ansonsten habe ich am Samstag nochmal eine Aufnahmesession mit der W20-Show. Da bin ich ja die erste Gästin, deren Weltenwandler Online-Kampagne auch. Das ist so eine Idee, wo sie halt immer wieder rotierend irgendwie Gäste einladen. Und ich durfte das mit Fayshit, ein Feenwesen, spielen halt. Und deswegen sind sie sehr suspicious, was mich angeht, mit die will irgendwie uns was andrehen, aber bin ich total unschuldig. Natürlich. Natürlich. Fey, total unschuldig. Absolut. Nichts Böses im Sinn. Ja. Ja, diese Sumpfriade, die du da spielst, ne? Irgendwie sowas war das. Ist diese, genau, die Swamp Witch. Ja. Absolut not suspicious at all. Total ungefährlich. Gut,
Auch, auch tolles Dorf, dass die da in der Taverne sitzt und den Kindern irgendwelche Geschichten erzählt. Super. Ganz harmlos Glühwürmchen beschwören und ja, so. Ja. Ja, ja. Und nachts die Kinder aus dem Betten klauen, ist schon klar. Ja. Genau. Ansonsten das Übliche. Boah. So viele Runden. Ich spiele mit meiner Gruppe gerade noch Curse of Strahd. Online natürlich. Sie sind jetzt in Valakia angekommen und jetzt war ein bisschen Weihnachtspause und nächste Woche geht es dann weiter offstream. Ansonsten, ich habe jetzt die letzten ein, zwei Monate angefangen, ein bisschen auf Twitch zu streamen. Wer mir auf Twitter folgt, hat das gesehen und möchte das jetzt 2021 auf jeden Fall noch ausbauen. Habe so geplant, mir den Montag, Nachmittag, Abend so als feste Zeit vorzunehmen und ansonsten, wenn ich gerade Lust drauf habe, wer da will, kann gerne zuschauen. Ich spiele immer irgendwas. Zuletzt RimWorld, war ziemlich lustig. Und freue mich auf jeden Fall über jeden, der da im Chat irgendwie dabei ist, bisschen schnacken will. Seid willkommen. Keine Projekte. Arbeit ist genügend Auslastung. Arbeit ist live. Furchtbar. Anderes Thema. Ich starte irgendwann nächste Woche, wahrscheinlich nächste Woche Wochenende, starte ich auch offline mit Freunden, spielen wir Dragon Haste. Und ich leite nicht, das heißt ja spielen. Cool. Yay. Nice. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Da spiele ich meinen ersten Wizard. Mm. Einen Half-Orc-Wizard, den ich so buff wie möglich gebaut habe. Und ich bin gespannt, wie das läuft. Jock Wizard. He's yes. Flexing in the night. Hatte ein Sportstipendium für Best of Tower. Ja! Yeah, I love it! Er hat den Bachelor in Sport gemacht, er hat dann aber Master gesagt, nee, damit komme ich nicht weit, ich mache was Ordentliches. Ja, ich brauche irgendwas, was Geld ranbringt. Ja. Hat er umgesattelt auf Zauberei. Das ist lukrativer. Ja. Ich habe da so was am Knie und Sportverletzung ist einfach... umgesattelt. Die Profikarriere ist im Eimer. Ja. Ja. Das ist voll eine coole Idee. Was machen wir jetzt? Oh, mein Vater hat ja doch noch dieses Spellbook rumliegen. Oh, cool. Ja, da bin ich sehr cool. Gespannt drauf. Sehr, sehr gespannt. Ursprünglich, also wenn ich ein bisschen aus Nähkästchen plane, ursprünglich wollte ich irgendwas richtig mit Blitz und Donner machen. Aber das macht man am besten halt mit Sorcerer, weil da kann man schön mit Metamagic seine Spells auf Lightning und Thunder ummünzen, vor allem Schaden, ja. Mhm. Und ich entweder das wird ein Warmage dann am Ende oder es wird ein Divine, School of the Divine mit Fokus auf Astrapomancy. Das ist Zukunftsvorhersagen aus Blitzen und Donnern. Krass. Oh, cool. Das fand ich sehr cool. Da habe ich auf über irgendeinen D&D-Account habe ich irgendwas retweetet bekommen, den Begriff Astrapomancy. So mit das Pyromancy, Aquamancy und so ein Spaß. Und was ist irgendwie Blitzen? Ja, das ist Astrapomancy. Hm. Cool, das sieht schick an, auf jeden Fall. Was es nicht alles gibt. Wahnsinn. Dann halt uns mal auf dem Laufenden, wie es deinem elektrischen Wizard geht. Ich bin auch schon so. Dein Buff-Wizard. Dein Buff-Job-Wizard. Yes. Ich glaube, der hat, also hat auf jeden Fall 16 Konstitutionen. Ich meine, das ist nicht schlecht, als bei Kassa eine hohe Konsti zu haben, damit du was aushältst. Ja. Und auch für Concentration-Spells natürlich. Nice. Das ist was bei mir so gestartet.
bei mir ist so, es startet gar nicht so viel Neues. Es ist eher so, dass das Duett-Game momentan so in dem letzten Arc ist. Oh, weil Kate ist ja so umgerechnet irgendwie Level 25, 26 oder so. Und wir haben jetzt das dritte Silvester in Folge ja Duett-Game bis um zwei gespielt irgendwie. Und das heißt, es kann jetzt nicht mehr lange dauern, bis Kate sich zur Ruhe setzt. Und wir haben beim letzten Mal schon festgestellt, eigentlich ist er an dem Punkt, wo die Leute zu ihm kommen und er quasi Quests gibt. Das ist, der Kreis schließt sich. So, er tut sein eigenes Netzwerk aufbauen. Und meine Out of the Abyss-Runde im März spielt die seit 3 Jahren. Und die sind auch so auf diesem letzten Schritt halt, das dunkle Herz zu erschaffen, um die Dämonenlord zurück in den Abyss zu bringen. Und so, das ist eher so, momentan, man sieht so, wie so... Ja, eher so die letzten Bereiche einer Reise quasi, teilweise angetreten werden von Abenteuern oder tatsächlich ganzen Kampagnen. Und das ist auch sehr schön. Darf ich dich also, an was erinnern? You promised me something. Mit dem Duett-Game, ja. Mhm. Ich habe leider keine Kapazität für ein neues Game. Also mit 8 Runden bin ich echt... Oh, nein, ich sag bloß, wenn da aber wieder Sachen zu Ende gehen. Wobei natürlich, wenn ein Duett-Game endet, das nächste, also mit Patrick natürlich sofort wieder, wir sind jetzt schon überlegen, so was machen wir denn als nächstes? In welcher Welt? Und was für eine Art von Charakter? Aber momentan genießen wir noch die Reise, diesem Dinge zu Ende zu bringen. Ist auch was Schönes. Ja, Dinge zu Ende bringen. Ist manchmal nicht so einfach, wie man sich das denkt. Ja, gerade im Rollenspiel, also tendenziell hat man ja wahrscheinlich mehr Kampagnen, von denen man weiß, nie zum Ende gebracht worden, sondern die Leute hatten keine Zeit, sind weggezogen, solche Sachen halt, ne? Also ich glaube, von allen Kampagnen, die ich gespielt habe, also wirklich ein richtig ordentliches Ende, also natürlich hatten wir Curse of Strahd zu Ende gespielt, so, aber danach das Ende, also weil das ja doch irgendwie weiterlaufen sollte und dann nicht, das war ja dann eher abgehackt, also irgendwie auch kein richtiges Ende. Ganz, ganz viele abgebrochene. Ja. Es ist immer ein bisschen schade. Muss ich sagen, habe ich tatsächlich mit dem Streaming die besten Erfahrungen. Also zum ersten Mal gestreamtes Game, das war Tomb of Annihilation. Wir haben das tatsächlich zu Ende gespielt. Und dann war die Kampagne halt auch rum. Dann muss ich sagen, habe ich gemischte Erfahrungen bis jetzt. Also ja, auch Sachen zu Ende gebracht, aber halt auch einige, wo es dann hieß, ja, wir machen jetzt hier Pause und dann ist das eingeschlafen danach. Ja. So wie Arne. Das geht ja häufig. Ich bin da auch als Spielleiter, ich bin da ganz schrecklich. Ich habe immer 1000 Ideen für etwas, wie etwas anfangen könnte. Und dann kommt so der Moment, okay, jetzt gehen mir die Ideen aus, ich habe keine Ahnung. Aber ich habe die nächste Idee für die nächste Geschichte, die anfangen könnte. Das ist my biggest flaw. Aber ist das nicht eigentlich auch, also als DM ist es doch sowas wie eine neue Kampagne anzufangen, wie einen neuen Charakter zu kreieren? Natürlich mag man die alten immer noch, aber irgendwie ist dann auch dieser Hype da so, es ist was Neues. Ja, genau. Ich muss sagen, wobei, ich werde auch echt happy sein, wenn ich mit meiner Shadowrun-Runde durch bin. Also ich würde sagen, ja, aber bei mir ist es so, ich finde, die Dinge machen mir erst richtig Spaß, wenn Sachen etabliert sind. Und wenn es dann anfängt, kompliziert zu werden, aufgrund der Verstrickung der verschiedenen Backgrounds und den Dingen, die Leute erlebt haben. Also ich finde, also mir macht Rollenspiel erst dann... Natürlich sind Anfänge schön und nice, aber es ist halt auch, die Anfänge sind ja meistens auch so sehr seicht. Entschuldigung, aber also das ist halt wie bei einem Film oder bei einem Buch, du weißt noch nicht viel über die Welt, über die Leute, wie alles zusammenpasst. Und ich finde, so richtig spannend wird es dann, man sagt, okay, wir haben in Buch 10 jetzt festgestellt, der und der ist wieder da, nervös, keine Ahnung. Also das finde ich eigentlich so das Spannendere, wenn das Gewebe sozusagen der Geschichte immer dichter und dichter und dichter wird irgendwie und es immer komplizierter wird und die Stakes werden immer higher und du denkst so, was passiert jetzt? Das liebe ich, deswegen mag ich es auch gerade so gern an den Runden, dass die so sehr verstrickt sind gerade. Witko wollte was sagen. Ich bin hab da leider reingequasselt. Wollte ich? Ja. Jetzt willst du was sagen. Du wurdest freiwillig gemeldet. Jetzt musst du was sagen. Witko, wie stehst du zu der Thematik? Wurdest du volontiert? Ich wollte eigentlich, ich glaube, ich habe nur sagen wollen, dass es mir genauso geht wie Leon, was 1000 Ideen haben, wie man irgendwas anfangen kann, aber dann nicht wirklich irgendwie sich dran setzen kann, um weiterzuschreiben oder weiter zu denken, wie könnte es danach weitergehen.
Ich habe schon wie oft Kampagnen angefangen und ja. Wobei mir da, sorry, wobei mir da der Tipp von Tahina sehr geholfen hat mit Notion. Also bei der Kasachstan-Kampagne. Ich mainstift, das ist der Notion-Man. Ja, also, ja, okay. Aber dankeschön. Weil das benutzen wir für unsere Curse of Strahd-Kampagne und dann haben halt die Spieler gewisse Bereiche, wo sie ihren Charakter eintragen können und was sie so erlebt haben und wie sie die Dinge sehen, das hilft einerseits mir als Spielleiter immer sehr, um zu sehen, okay, wie kam das überhaupt bei den Spielern an? Und wir haben einen Spieler, das ist, ich freut mich jedes Mal, wenn ich diese Mail bekomme, so morgens um 6 hat er wieder irgendwas eingetragen. Dadurch fühlt man das auch alles so gewertschätzt und hat direkt, also ich habe dann viel mehr Spaß, mich wieder hinzusetzen, was vorzubereiten und zu sehen, ja, wie die Spieler darauf reagieren, wie sie es wahrnehmen und wie sie auch selber dann so ein bisschen die Geschichte halt beeinflussen können in dem, was sie halt schreiben, was ich dann wieder aufgreifen kann. Da habe ich tatsächlich auch was über Twitter gesehen gehabt, also so bezüglich halt für Leute, die halt nicht so Notion oder ein Databank-System nutzen, so gerade so für die, die hauptsächlich über Twitter, nicht über Twitter, über Discord das machen, dass man Spielenden doch einfach so einen separaten Text-Channel geben kann für ihre Charaktere, wo sie dann selber sich so Notizen reinschreiben können, halt von Situationen, wie halt der Charakter da in dieser Situation darüber denkt und sowas. Um da so ein bisschen zu gucken, okay, was geht da eigentlich jetzt vor? Wo könnte man als Spielleitung da was aufgreifen? Ich habe das bei meiner Shadowrun-Kampagne, weil es passt ja super gut, da haben sie einen Charakter-Talk-Channel, wo sich halt die Charakter miteinander unterhalten. Und das ist so viel, was die da schreiben. Also es sind so viele Nachrichten. Ich habe teilweise eine Stunde gebraucht, um danach zu lesen vor der nächsten Session, bis ich mir den ganzen Charakter-Talk durchgelesen habe. Also das ist immer wieder... Was Notion angeht, weiß ich gar nicht, ob deine Leute das machen, Leon. Meine haben sich, die machen sich To-Do-Listen. Die kann man dann ja auch so abhaken. In Notion kann man das richtig schön anlegen. Das finde ich auch so mega hilfreich zu wissen. Aha, ich will noch zu dem Shop und ich will das machen und das habe ich auch noch vor und so. Das ist so... Yeah. Also ein Hoch auf Notion. Hashtag not sponsored. Stimmt, aber ich finde es echt super. Ja. Ja. Und du kannst halt Infos so schön vernetzt darstellen. Das ist leichter dann, als wenn du es einfach so auf einem Blatt hast, dann hast du dann immer keinen Platz mehr. Und so. Also, ein Haufen Arbeit, das erstmal einzupflegen. Ne? Es ist gut, wenn du es mit einer neuen Kampagne halt machst. Also ich habe ja, die Steranesti-Runde ist da drin. Das ist meine neueste Kampagne. Die ging im August, September haben wir angefangen. Und da war es dann auch für mich okay, da Sachen einzufliegen. Aber ich hätte jetzt im Leben nicht irgendwie das Duett-Game nach 2 Jahren oder auch schon bis nach 3 da reingepackt, weil da würde ich ja meines Lebens nicht mehr froh werden irgendwie. Aber ja. 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 Ah, ja. Man kommt schon ganz schön viel zusammen, wenn man da lange miteinander spielt. Wir hatten jetzt auch mit meiner Dorn-Gruppe, sind wir jetzt bei 1,5 Jahren. ja, wir spielen jetzt seit 1,5 Jahren zusammen. Und das ist halt auch schon so übelst krass, so wie da die Zeit vergeht, wie lange man die Leute dann halt auch stellenweise schon kennt. Das fällt einem manchmal gar nicht so auf. Auch krass, wie schnell 2 Stunden rum sind. Ja. Oh ja, das stimmt. Ja, heute. Ja. Heute haben wir halt plus 2-Stunden-Limit. Das liegt einfach auch daran, weil, ist halt bloß ein Jahresrückblick. Wir spielen halt auch nicht. Das geht dann erst in 2 Wochen wieder richtig los mit Staffel 3. Ich betitel das einfach, das ist so mein eigener Back in My Mind-Titel, The Snowy Mountains. Storm and Thunder. Das heißt, du misst die Mountains. ja, genau. Oh. Ja. Genau, geht dann in 2 Wochen los, fresh start in the new year, Legend of the Ice Dragons geht los,
Das sind dann, wer ist denn dabei? Wir haben zwei US-Amerikaner mit drin. Eine Spanierin. Faye. Und Billy ist mit dabei. Und Markus, soweit ich weiß, auch aus Deutschland. Spricht jeweils Deutsch. Ich glaube, dann habe ich sie alles. Ja, genau. Ja, gespannt sein. Definitiv. Es ist eine sehr illustre Runde. Wäre ich niemals drauf gekommen bei Namen wie Pecorino und. Sie sind alle großartig. Ich glaube, das sage ich von so ziemlich allen meinen Spielenden. Sie sind alle großartig. Ja, auf Englisch dann halt. Da kann ich alle meine totalen tollen English Voices auspacken, die besser sind als meine deutschen. They are all great. Das ist auch tatsächlich, finde ich, leichter in einer anderen Sprache. Weil man ja sowieso schon diese Hürde hat, in einer anderen Sprache dann zu sprechen. Ich glaube, dann ist man eh schon mit... Man muss sich so überwinden, dann ist das die letzte Hürde auch rasch genommen, irgendwie so gefühlt, oder? Aber auch so generell, das ist auch so ein Problem, was ich generell habe, ist so die generell, was Sprachen angeht. Und ich habe einfach das Gefühl, du kannst einfach im Englischen so viel mehr anfangen, was Akzente setzen angeht, als jetzt im Deutschen, weil im Deutschen klingt es immer albern. Und ich meine, ich finde das immer irgendwie strange, wenn du dann plötzlich anfängst, deutsche Dialekte nachzuahmen, wenn du es nicht kannst. Was weiß ich, was, wenn ich jetzt sechseln würde, das wäre eine Katastrophe. Oder keine. Also du verbindest auch immer so ein bisschen die regionalen Dialekte mit irgendwelchen Tropes und dann plötzlich, keine Ahnung, einen schwäbischen Zwerg zu hören, ist irgendwie, nee, ich weiß nicht. Also ganz ehrlich, da muss ich tatsächlich dann sagen, also im Deutschen sind sowieso Dialekte sehr negativ konjugiert, anders als in anderen Ländern. Das ist eine Sache, die halt bei uns problematisch ist. Und kommt halt dazu, dass wenn halt meistens Dialekte im Deutschen nachgemacht werden, dann ist es, um sich über diese Person, die aus diesen Regionen kommen, lustig zu machen. Weil dann halt damit bestimmte Tropes verbunden werden. So, und das finde ich tatsächlich, auch weil ich ursprünglich aus Sachsen bin oder sowas, sehr auch beleidigend. Also das war jetzt auf keinen Fall so gemeint. Ne? Nee, aber ich sage halt bloß, das sind halt so Sachen, die dann damit dazukommen. Und deswegen ist man dann halt auch einfach, dass man sagt, nee, man mag das nicht. Weil man genau weiß, die Leute machen sich eigentlich bloß über den Dialekt, den man spricht, lustig. So, aber je nachdem, was für ein Dialekt es ist, ist es im Englischen ja eigentlich auch so. Es ist halt nur uns etwas fremder, dadurch, dass wir nicht in dieser Kultur sind. Und dadurch, glaube ich, ist man so ein bisschen, das ist wie mit Schimpfworten. Also Schimpfworte sind im Englischen, glaube ich, kommen einem da auch leichter über die Lippen, als es vielleicht, je nachdem, im Deutschen ist, je nachdem, was für ein Wort es ist. Muss weil halt ein bisschen diese aufpassen. Distanz da ist die Fremdsprache halt. Ne? Ich habe mich gerade nur daran erinnert, was ich mal für Schimpfworte in der Mittelstufe verwendet habe, als ich noch auf Deutsch geflucht habe. Oh, okay. Also, schaut euch alles Gesicht an. Wayne hat gerade gesagt, dass die US-Südstaaten-Akzente ja auch eher abwertend gesehen sind. Ja. Da muss ich tatsächlich sagen, ich habe ja mal bei einem US-amerikanischen Stream für eine Weile mitgemacht, wo sie dann auch gesagt haben, ja, ich habe jetzt diesen Akzent, wo diese Region drauf. Ich habe das nicht gehört. Das war für mich alles ein Brei. Ich habe das nicht gehört, dass da irgendwo ein anderer Akzent drin war. Ja, es ist ganz lustig. Ich glaube, das ist dann halt auch so diese Sache, wenn man halt nicht von dort ist. Aber dafür erkennt man dann sofort alles andere, was halt nicht aus den USA kommt. Ich habe das immer schon. Wenn ich irgendein Wort auf Englisch sage und meine Freunde sagen, das spricht man gar nicht so aus, sage ich, doch, in irgendeinem englischen Dialekt irgendwo auf der Welt spricht man das bestimmt so aus. Es ist sehr lustig, weil ich glaube, wir alle erinnern uns noch an unsere Schulzeit, wo wir diese tollen
englische Sprach-CDs vorgespielt gekriegt haben, damit du halt lernst, wie Englisch klingt in einer anderen Sprache, sei es jetzt in, von dem indischen Sprecher oder australisch oder weiß der Geier was, wo du dann dachtest, so, what the fuck möchten die mir damit erklären? Und wie man dann halt gelernt hat, das auch zu verstehen. Und wenn man heute bei zum Beispiel amerikanischen Gruppen oder sowas mitspielt und man hat seinen eigenen Dialekt, der ja im Deutschen stellenweise sehr einfach rauszuhören ist, wo man dann herkommt, oder teilweise dann ein bisschen schwieriger, je nachdem, was da für Färbungen mit drin sind. Und wenn dann so diese Beschwerden kommen, ich verstehe dein Akzent nicht, weil der halt so stark gefärbt ist, weil die das nicht gewohnt sind, weil die das ja nicht mit so nicht brauchen, dass sie andere Akzente lernen zu verstehen. Ich gucke ganz gerne einen australischen Streamer. Und da musste ich mich auch richtig dran gewöhnen, wie er. Also es war echt wie nochmal Englisch lernen. einfach weil seine Betonung komplett anders ist. Und da habe ich echt eine Zeit lang gebraucht, bis ich so ansatzweise verstehen konnte, was er überhaupt sagen will. Ansonsten war immer nur so, okay, ich höre zu, ich verstehe zwar nichts, aber ich sehe, was du tust. Und ich habe tatsächlich, ich spiele ja in einer amerikanischen Runde so privat mit, so ab und an. Ich habe jetzt einen neuen Charakter, der einen französisch gefärbten Akzent spricht auf Englisch. Ich habe einen Spieler dabei, der ist total lost. Er hat schon gesagt, okay, mit deinem normalen Akzent verstehe ich dich teilweise schon echt schlecht, aber David ist einfach so. Okay. Also er hat richtig Probleme. Ist das ein Native Speaker, also jemand, der Englisch-Muttersprachler ist? Oder auch das sind alles Englisch-Muttersprache. Ah, ja, okay. Das wundert mich dann aber schon, irgendwie, dass er mich ja nicht versteht. Ja, also ich glaube, derjenige, der am wenigsten Probleme hat, ist unser Kanadier, aber auch einfach, weil der Franco-Kanadier ist. Ah ja, okay, für den ist es ja dann genau, also nicht so dramatisch. Das, ja. Ne? Wenn ich gerade hier Sutton Dice bei uns im Chat sehe, da haben wir ja dieses Jahr auch einen, die machen einen Podcast. Da war ich auch bei einer Folge mit dabei, da ging es um das Thema Spielleiten. Also wie man Spiel leitet, oder? Naja, Erfahrungen. Den Link rein oder so. Ich habe gerade den Link nicht. Hier, Leute, von Sutton Dice, schmeiß doch mal den Link rein. Ruf an Sutton Dice. Bring you on the spot, sorry. Also nicht nur das Tantina eine der macht Podcast. Folgen ist, dann hast du die doch bestimmt an einem Hotkey. Eine sehr illustre Runde. Ja. Ansonsten gibt es noch was zu sagen? Ein erfolgreiches Horde of Tales, ja. Ein erfolgreiches Jahr. Was sind unsere Ziele für dieses Jahr? Möchte jemand ein Ziel bestimmen? Wir überleben die Reise durch die Berge, kommen den Bergen annehmen, das Päckchen abfinden, den glatzen Elf und rehabilitieren Kamraks guten Ruf bei seinem Stamm. Und dann kommt damit ist ja dann die ganze Kampagne gelaufen. Genau. Müssen wir uns mal ein bisschen ranhalten. Das in dem Jahr, oh, ich glaube, das schafft man nicht. David will auch ein Haustier haben. Aber tatsächlich würde ich dieses Jahr gerne mit Kamrak es schaffen, wenigstens Kontakt zur Heimat mal aufzubauen. Ob das nur kurzfristig oder nicht, sei dahingestellt, aber nächstes Mal so einen kurzen Austausch, was zu Hause so abgeht, das wär schön. Und Jalea schreibt dir Epos und schickt das nach Hause? Genau, schickt jeden Tag fleißig ihre Sendings, um mit der Familie Kontakt zu halten. Ravi dreadet weiter den Tag entgegen, an dem ihn eine Eldritch-Nachricht erreicht, dass ein Job auf ihn wartet.
Ich würde gerade sagen, irgendwie hat jeder schon so seinen Kontakt gehabt. Nur Kevra gefühlt nicht. Du hattest deinen Kontakt. Ich meine, zur Homebase. So. Ja, deine Homebase hat dich verstoßen. Was willst du? Sag sowas nicht. Es war ein Fehler, es war ein Unglück. Kann ich da nichts dafür. Das war fucking Glück, dass es überhaupt so gelaufen ist, dass du das überhaupt überlebt hast. Mit einem Stufe 1 Charakter Level 2 Encounter platt gemacht. Yes. Das war so ein Glück. Erfolgreiche Erscheinung. Was sind unsere Ziele für dieses Jahr? Also so channelweit, die 300 Follower, ja, wäre cool, schätze ich mal. Da ist nicht mehr viel, auf die 30 Subscribers, damit wir hier noch mehr Stuff machen können. Also cool wäre, so zweimal in der Woche eine Sendung zu haben. Zweimal in der Woche. Das schaffe ich alleine. Also in der Woche, wo halt Rise of the Ice Dragons läuft, da geht das? Da haben wir zweimal in der Woche? Ich wollte gerade sagen, es ist eigentlich jetzt dann läuft Rise of the Ice Dragons, läuft es dann auch zweiwöchig, quasi immer einen Tag vor. Nee, es läuft wöchentlich. Die laufen wöchentlich. Okay. Genau, das sind das sind drei Abschnitte in diesem Abenteuer. Das läuft von Level 7 bis 9. Also die sind schon über euch. Mhm. Seht ihr noch die kleinen Zwerge? Die haben ja auch höher angefangen. Ja, genau. Also die waren von 7 bis 9. Das ist ein abgeschlossenes Abenteuer. Und da wird dann halt zwischen den Abschnitten wird dann Pause gemacht. Okay. Genau. Mein persönliches Ziel ist, einmal im Monat ein Special zu haben. Dieses Mal ist das halt von Gabe, dass er halt den Talk hat am Freitag mit Tahina zusammen. Für nächsten Monat muss ich schauen, wie wir das machen, ob sich da jemand findet. Im März ist es Pete, im April ist es wahrscheinlich dann halt Adam von Majestic Goose Network. Noch ein zweites Thema in der Mache, also tatsächlich gibt. Wir haben gesagt, wir fangen fluffig an und werden dann crunchier. Crunchy. Ja. Genau. Diversity in Ismen wird das Thema wahrscheinlich beim nächsten Mal sein. Also ein bisschen härteres Thema dann als fluff. Ja gut, muss man ja auch mal ein bisschen drüber reden. Absolut. Ja, also das ist so das, wo ich mir denke, das wäre ganz cool zu schaffen. Ich meine, war schon ein bisschen Push vom letzten Jahr, dass wir innerhalb von einem Monat den Affiliate-Status gekriegt haben. Das war schon überragend. Ja. Das ging echt flott bei uns. Aber muss halt noch was kommen für dieses Jahr. Und halt, tatsächlich fände ich es cool, wenn wir dieses Jahr nochmal einen Shiny Light Stream machen könnten im November. Hm? Ja, das wäre cool. Das wäre sehr cool, wenn das nochmal klappen würde, ja. Weil das ist ja doch sehr cool gelaufen ist und alles. Vielleicht. Aber das ist, da läuft noch viel Wasser den Fluss runter. Das wird, noch eine Zeit dauern, aber vielleicht kann ich ja auch noch was zu den zwei wöchentlichen Sendungen beitragen. Ja. Mal schauen. Das sind so Sachen, die ganz nice wären. Ich möchte auch gerne eine Website bauen, wenn ich die Zeit dazu habe. Was sagt denn mein Kalender für diesen Monat? Das Intro muss ich noch machen für das Rise of the Ice Dragons. Sariel, die spielt bei uns mit und zeichnet uns die ganzen Illustrationen dafür. Ich würde gerade sagen, so zum Thema Intro. Wie ist denn eigentlich der Stand für das Heart of Tales Intro? Ist in Arbeit. Ich arbeite da dran. Ich schreibe diese Woche, muss ich mein Abenteuer fertig schreiben, wenn es einen Playtest geben kann. Super. Dann mache ich an die Zeichnung für das Intro weiter. Dann, ich habe am Freitag ein Gespräch mit Cage für das Supplement, an dem wir arbeiten. Also ich mache vieles parallel nebenbei und dann irgendwo dazwischen ist die Uni. Das war jetzt auch nicht irgendwie hier mach mal, dass das jetzt fertig wird, sondern einfach mal so Statusfrage. Genau. Ich bin dabei, unseren Stream weiter zu branden. So, Stream-Motto. Ich weiß nicht, ob das euch, also ich mache jetzt auch für die Zuschauer so ein bisschen Background-Stuff, so damit die mal sehen, was da eigentlich so abgeht.
Ich möchte gerne für den Stream das Motto, da wir Horde of Tales heißen, also der Hort der Geschichten, würde sich das Motto anbieten, Tell a Tale Together. Also zusammen eine Geschichte erzählen auf Deutsch. Wir machen ja auch Pen and Paper Kram, also. Ja. Da passt das. Genau, das wäre so unsere. Und ich würde gerne ein über, ich weiß nicht, ob ich das mache oder nicht, über Steady vielleicht eine Website aufbauen, die so als Art Blog mit fungiert. Sowas. Oder dann halt über Coffee einen Shop, wo man halt Merch-Kram kaufen kann, Stickers und alles so ein Gedöns. Also da steht jetzt für Januar drin. Klingt sick. Es wird auch ganz schön beschäftigt, ja. Ja. Voller Plan. So ich das. Genau. Ja, es sind halt so Sachen, die dann halt so als Notiz mit dabei laufen. Ja, ansonsten, das waren so die Pläne für die nächste Zeit, was so alles so laufen könnte, gemacht werden könnte und sowas. Ich weiß, dass die Website schon lange auf dem Plan steht. Genau. Was hat denn der Chat noch so für Pläne Chat. Dieses Jahr? Chat. Was wollt ihr, ob im Pen und Paper oder außerhalb, was wollt ihr noch so erreichen? Ich glaube, Shade macht sein Duett-Game fertig dieses Jahr. Shade's Pläne sind auch meine Pläne. Der freut sich auf sein nächstes Level ab mit seinem Charakter in Out of the Abyss. Sein Charakter ist doch, also jetzt hier in eurem Duett-Game, ist doch jetzt auch verheiratet. Er hat noch nicht proposed, also es ist kurz davor. Er hat einen ganz schicken Ring anfertigen lassen in Verzauberten und ist momentan auf der Suche nach der besten Möglichkeit. Aber ich habe ihm ziemlich Curveballs geworfen, denn er will nach Selunara, einer Stadt der Nessa, die in The Gates of the Moon geparkt ist, also der Ebene von Selune, der Göttin des Mondes. Und er ist zur Hohepriesterin der Selune in Waterdeep und dachte, er muss da eine Prüfung bestehen. Und dann sagte sie zu ihm, nö, also ich komme mit auf die Pilgerreise, aber ich brauche da eine Nachfolgerin. Und du hilfst mir jetzt, eine Prüfung zu erdenken, wer von den Aspiranten denn die richtige Nachfolge wäre. Und er so, was? Aber er hat sich dieser Prüfung gut gestellt und wurde dann gleich drauf, noch nachdem er das gut hingekriegt hat, auf einen Ball eingeladen in den Palast des Pegairon, von der offenen Fürstin von Tiefwasser. Und Lady Alustriel Silberhand von Silbrigmond ist da. Und ein völlig harmloser, älterer Herr aus dem Dale. Also Elminster in Verkleidung. Das heißt, wir haben gerade mehrere Chosen in dem Palast in Tiefwasser und deswegen schwitzt der kleine Badekate gerade Blut und Wasser, weil sich ja die Dinge etwas zu spitzen scheinen in den Reichen. Er hatte also noch keine Zeit, einen Heiratsantrag zu machen. Er ist ein kleines bisschen beschäftigt. Politische Intrigen tun sowas mit einem. Ich sehe gerade im Chat, weiter Strat spielen, Masterarbeit schaffen, mehr Leute ranholen, mehr Aufgaben verteilen, erste richtige Hörspiele, mehr richtige One- oder Few-Shots. Ziemlich nice. Allerhand los. Dann hoffe ich, dass euch das allen gelingt, was ihr euch vorgenommen habt und ihr ein erfolgreiches Jahr habt. Hat er erst angefangen. Ja. Dass man irgendwann mal wieder am Tisch spielen kann, ganz normal. Und ich fühle mich ganz wohl so digital. Richtig. Also, ich fühle mich auch wohl, aber am Tisch ist halt einfach nochmal. Ist was anderes. Ja. Das stimmt schon. So dieses.
Ich vermisse tatsächlich von den Tischrunden von meinen Spielenden einfach mal so Snacks zugeworfen zu kriegen, so von wegen hier. Okay. Unsere lokalen Cons sind auch deswegen ausgefallen. Das vermisse ich ein bisschen. Aber das wäre natürlich die Virusschleuder des Jahrtausends. Naja, hoffen wir, dass sich alles noch mal ein bisschen zum Besseren wendet. Suntiam. Das Gute ist ja, dass Sum trotzdem eine gute Alternative ist. Sonst könnten wir ja zum Beispiel nicht miteinander spielen. Auf jeden Fall. Das war zu weit verteilt. Als das hier geplant wurde, war das ja noch gar kein Thema mit dem mit der Pandemie. Nicht so. Ach stimmt, nee, warte mal. Ja doch. Die war schon, die kam da gerade schon. Ich hatte da im März mein letztes Blog-Seminar mit anderen Leuten zusammen. Und danach ging das dann los, im April. Was war denn das jetzt? Du bist kurz weg gewesen. Ich habe keine Ahnung, was war. Meine Kamera hat plötzlich irgendwie so ein Pop-up. Okay. Ist jetzt alles durcheinander? Ja. Oh no. Drag and drop. Das geht nicht. Sorry. Okay. Wie, geht nicht? Lässt sich jetzt alles nicht mehr richtig verschieben? Aber du kannst auch im Zoom verschieben. Ich wollte gerade sagen, kannst du auch im Zoom dieses kleine Händchen mittlerweile alles hin und her schieben. Ist ja auch egal. Wir kommen jetzt zum Schluss. Wir sind jetzt fast eine halbe Stunde drüber. Was ist hier los? Deine Kamera ist unscharf. Ausgegangen. Und, meine Kamera? Ja, du musst den Make-up-Cube-Trick machen. Jetzt, das wäre alles. Das ist wie so ein Schieberätsel. Komisch. Rätsel gelöst. Ich glaube, ich werde euch in nächster Zeit keine Rätsel mehr geben. Ihr hattet genug ersten für einmal. Autofokus ist kaputt. Rätsel ist, kommen wir über den Berg? Ich genau. Finde Rätsel echt cool, aber ich bin da leider nicht so gut drin. My dumpstead is wisdom. Dass ihr auch gut geschlagen habt. Was ein Team-Effort. Ja. Also, zumindest auch bei diesem Rätsel, was da auf der Figur steht. Boah, mal schauen. Eines Tages. Irgendwann. Ja. Okay, then. I guess we are ending this here. Ja. Ich habe keine Lust mehr. So, das waren die letzten Worte auf dem Hotstream. Ich flipp hier gleich einen Tisch. Ja, Karo schmeißt hin. Für heute. Also, falls ihr einen DM im Chat kennt, wir können einen gebrauchen. So wie jede andere Gruppe auch. Ja, aber jetzt Schluss für heute. Genau. War schön gewesen mit euch. Es war ein schöner und gelungener Rückblick, fand ich. Ja, fand ich auch. Schön, dass ihr auch alle da wart, Chat und mit reingehört habt, Fragen gestellt habt, NPCs benannt habt. einen. Bobert fett. Okay, damit, dass ich das neue Jahr mit guten Vorsätzen starte, würde ich sagen, wir hosten jemanden, weil ich das im letzten Jahr immer regelmäßig vergessen habe. Orkik ist gerade auf Sendung. Die spielen Final Fantasy X. Oh. Ist ein bisschen was Entspanntes, nachdem wir euch die ganze Zeit vollgelabert haben. Und deswegen, sag ich mal, raiden wir die. Und ich verabschiede mich. Ich hab euch lieb. Zwei Wochen. Ciao. Bis in zwei Wochen. Nee, bis am Freitag. Achso, nee, stimmt. Bis übermorgen. Bis Freitag. Dann sehen wir uns fluffig wieder. Genau. Um 8 Uhr geht's los. Start the raid. Let's raid. Raid.
Great. Da muss ich ja ausmachen. Nein.